Hallo, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im neuen Open Innovation Center der JKU zum Vortrag von Professor Michael Braungart. Ich freue mich sehr, dass wir Professor Michael Braungart heute hier bei uns haben. Er ist Professor an der Leuphana-Universität Lüneburg und Mitbegründer des Cradle-to-Cradle-Produktdesign-Konzepts. Er hat die IPEA Internationale Umweltforschung in Hamburg gegründet und arbeitet mit vielen unterschiedlichen Firmen zusammen, um ökoeffektive Produkte zu gestalten. Der heutige Vortrag findet im Rahmen der entwicklungspolitischen Wochen statt, die dieses Jahr zum ersten Mal an der JKU in Linz stattfinden. Hierzu möchte ich auch ganz herzlich Frau Dr. Karin Fischer begrüßen. Dieser Vortrag heute wird mitorganisiert von den Scientists for Future Oberösterreich und wird unterstützt von der Quality Austria. Es freut mich, hier heute Diplom-Ingenieur Axel Dick hier zu haben. Herzlich willkommen, Axel. Und wird auch unterstützt von Business Upper Austria, vom Umweltcluster und dem Kunststoffcluster. Und hier haben wir heute Frau Aschner Mudafa da. Freut mich, dass du da bist. Ja, in einem meiner Interviews, das ich für unser Forschungsprojekt Cradle-to-Cradle Innovationsprozesse geführt habe, hat einer meiner Interviewpartner mir gesagt, dass in den 80er Jahren damals Professor Braungart zu seiner Greenpeace-Zeit mal bei Ihnen auf den Turm gestiegen ist und einen Banner ausgerollt hat. Heute arbeitet er mit genau dieser Firma seit vielen Jahren sehr eng zusammen im Bereich Cradle to Cradle. Und die Firma, von der ich heute spreche, ist auch eine unserer Partnerfirmen im Projekt. Das ist Werner und Merz, manchen vielleicht besser bekannt unter dem Namen Frosch. In unserem Cradle-to-Cradle-Forschungsprojekt haben wir auch ganz eng mit der Druckerei Gugler in Melk zusammengearbeitet und mit Wolfort in Bregenz. Ja, dieses Beispiel, was ich gerade gesagt habe, zeigt in meinen Augen ganz deutlich, wie die Berücksichtigung der Umwelt zu erfolgreichen Innovationen führen kann. Und das ist auch der Titel und das Thema des heutigen Vortrags, dem wir uns widmen wollen, Cradle-to-Cradle als Innovationstreiber für die Wirtschaft von morgen. Ja, bevor wir jetzt circa eine Dreiviertelstunde einen spannenden Vortrag von Michael Braungart hören, wird es noch kurze Grußworte vom Professor Erik Hansen geben. Im Anschluss an den Vortrag haben wir dann noch viel Zeit für Fragen an den Referenten und für eine angeregte Diskussion, auf die ich mich sehr freue. Und jetzt wünsche ich von meiner Seite aus viel Spaß beim Vortrag. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Studierende. Mein Name ist Erik Hansen, Leiter des Instituts für integrierte Qualitätsgestaltung hier an der Johannes-Kepler-Universität. Vielen Dank für die einleitenden Worte, Julia. Schön, dass du da bist, Michael. Ja, ich möchte auch erst noch mal ganz explizit unsere Studenten aus dem Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre begrüßen, die hier physisch dabei sein können und auch online partiell dabei sind. Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements, und ich hoffe, dass wir da heute hier eine schöne Perspektive darauf bekommen, wie nachhaltiges Wirtschaften möglich ist, mit einem positiven Ansatz, der inspiriert und begeistert. Michael, wir sind stolz darauf, dich hier heute herbekommen zu haben auf der Durchreise von Salzburg, und trotz widriger Covid-Bedingungen, dass wir dich tatsächlich physisch hier vor Ort haben und auch einige eben das miterleben dürfen. Das ist ja in diesen Zeiten nicht selbstverständlich. Und ich denke, was du schon in den, ja, vor der Jahrtausendwende, wenn ich es mal so sagen darf, in den 90ern, glaube ich, schon konzeptionell, gedanklich angelegt hast für ein Konzept für das nachhaltige Wirtschaften, obwohl du ja den Begriff Nachhaltigkeit gar nicht so gern verwendest, war, glaube ich, ein visionäres Konzept. Und ich glaube, du wurdest auch viel dafür gescholten, schon die letzten Jahrzehnte. Dennoch nähern wir uns, glaube ich, dieser Sache immer näher an, und deswegen ist es auch für unser Institut interessant, da sozusagen Forschungsaktivitäten dran anzubauen und zu schauen, wie kann man das eigentlich realisieren, diese Ideen. Ich will nur mal ein paar Sachen sagen. Also das Thema Kreislaufwirtschaft ist mittlerweile von der Europäischen Union und in der Industrie breit verbreitet.
ein großes Thema, ein wichtiges strategisches Thema geworden. Und die von dir angelegte Perspektive, Cradle to Cradle auf die Kreislaufwirtschaft, hat ein paar ganz, sag ich mal, eher radikalere Ansätze noch vordefiniert. Geschlossene Kreisläufe, also dass wir wirklich Materialien wiederverwenden für die gleiche Anwendung. Eine hochwertige Verpackung wird eine hochwertige Verpackung. Es ist was, was gar nicht so selbstverständlich war lange und was auch nicht so, vielleicht nicht immer angestrebt wurde. Und wo wir jetzt sehen, ja, Verpackungsindustrie und so weiter, dass wir da eigentlich jetzt in der Praxis auch wirklich immer mehr hinkommen. Und auch das Thema damit toxische Substanzen in den Produkten, dass wir die noch viel stärker eliminieren müssen in Produkten oder Produkte gleich ganz positiv gestalten. Es ist was, wo wir heute auch von der europäischen Ebene stärker dahin zukommen. Ich sage mal Chemical Strategy in der EU. Und auch das Thema, ich habe gesehen, 1994, nochmal geguckt bei einer Literaturdatenbank, 1994 Servicekonzepte in der chemischen Industrie, glaube ich, heißt es. Also vor 25 Jahren hast du da schon Konzepte vertreten, dass man Moleküle oder Substanzen eigentlich nicht verkaufen müsste, sondern dass man die eigentlich zur Nutzung zur Verfügung stellt. Auch viel belächelt, aber auch da kommen wir heute, haben wir eine Renaissance dieser Gedankenspiele, neue Geschäftsmodelle, dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle, gerade in der Circular Economy Initiative Deutschland, wo ich auch eine Arbeitsgruppe für zirkuläre Geschäftsmodelle leiten durfte, steht das Prinzip der Dienstleistungsgeschäftsmodelle, genau solcher Molekülleasing und so weiter, steht dort im Zentrum der Erkenntnisse und da hat die Industrie mitgewirkt und hat das auch sehr proaktiv aufgegriffen. Also, das heißt, vieles dieser Vision Cradle to Cradle in der Wirtschaft nähern wir uns heute in der Praxis an, nicht überall. Wir werden ja von dir noch auch vielleicht kritische Perspektiven hören. Ich vermute, dass nicht alles schnell genug aufgegriffen wurde, weil du manchmal auch provozierst in deiner Kommunikation und das aber letztendlich hat es wahrscheinlich gut getan. Wir reden darüber und wir nähern uns diesen spannenden Ideen an und ich glaube, es ist einzigartig für unsere Studenten und anderen lokalen Teilnehmer aus Industrie Oberösterreich und so weiter, dass wir jetzt von dir deine Perspektive hören dürfen. Vielen Dank, dass du da bist, dass du gekommen bist und wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Ja. Na, grüß Gott zusammen. Also ich habe es ja ein bisschen leichter als Ihre Kanzen, weil ich bin ja kein Piefke sozusagen. Also ich, die Gegend, aus der ich in Deutschland komme, hat 500 Jahre zu Österreich gehört. Darum kann ich mir auch ein bisschen mehr Frechheiten erlauben sozusagen, weil also bei Wiedervereinigung war ich dann ein bisschen überrascht, sagte ich, was, schon wieder, das ging schon mal schief davon, aber es war dann eine andere Wiedervereinigung gemeint dann. Also ich selber bin von Hause aus Chemiker und Verfahrenstechniker. Ich war 8 Jahre in Rotterdam gewesen. Ich habe seit 1994 in Lüneburg an der Leuphana-Universität eine Professur, bin aber wirklich immer in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Hauptsächlich, also netto gesehen, war ich nur 4 Jahre in Lüneburg gewesen. Am längsten war ich in der Carnegie Mellon in Pittsburgh gewesen, 5 Jahre. Davon über Intelligent Workplaces, aber ich war auch in Stanford und Harvard und Princeton, MIT, aber auch bei der Oklahoma State University oder in Kansas zum Beispiel, um auch das Amerika sonst kennenzulernen. Ich bin 1990 in die USA gegangen, weil ich begriffen habe, dass durch die Wiedervereinigung erstmal nichts passieren würde, weil man in Deutschland meinte und immer noch meint, dass das Umweltthema ein Moralthema ist. Und nicht nur wir Deutschen, aber schon die Deutschen besonders, vergessen die Moral immer, wenn sie gerade eigentlich wirklich wichtig ist. Ja, dann ist sie leider gerade weg. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, wenn Sie im Stau stehen auf der Autobahn und die Spur wechseln, dann verursachen Sie für die Menschen hinter Ihnen über 200 Mal mehr Verzögerung, als Sie selber an Zeit gewinnen können, davon im Durchschnitt dabei. Aber ich sage Ihnen, wenn ich zu spät dran bin, vergesse ich das selber, obwohl ich es genau ausgerechnet habe davon. Oder vor Kindergärten fahren die Leute in Rotterdam doppelt so schnell, wie es eigentlich erlaubt ist, weil sie sind schon zu spät dran. Und dann vergessen sie, dass die ganzen kleinen Kinder da unterwegs sind. Also mir geht es ausdrücklich, und darum bin ich so gerne hier, nicht um ein moralbasiertes System. Also so, mein erster Vortrag mit 16 war Umweltschutz aus christlicher Verantwortung sozusagen. Ja, aber man kann auch bei den Christen einfach sehen, dass die Verantwortung dann leider
oftmals weg ist, wenn sie wirklich eigentlich gebraucht werden würde. Und sondern es geht mir ausschließlich um Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur einen Qualitätsmangel, sonst nichts. Also ein Produkt, was giftige Stoffe enthält, hat einfach ein Qualitätsproblem. Ja? Und darum bin ich natürlich hier, weil es mir um umfassende Qualität geht. In Österreich ist die Umweltdiskussion weitergegangen. In Deutschland hat man erstmal 15 Jahre nichts gemacht, so gar nichts, wirklich so. Man hat einfach das Geld gebraucht für die Wiedervereinigung und meinte, jetzt könnte man sich das nicht leisten. Darum gibt es in Österreich viele Dinge, die wir in Deutschland durchaus lernen können davon. Und darum bin ich auch da, um zuzuhören und zu lernen davon, aber auch um Ihnen zu zeigen, wie wir praktisch die 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion jetzt in Innovation umsetzen können. Mit diesem Geschäftsmodell habe ich ja viel früher angefangen. Ich habe mit 18 einen Fernseher auseinandergebaut und ganz unschuldig bei Jugendforscht, hieß der Wettbewerb, davon gefragt, wollen die Leute wirklich 4360 Chemikalien haben oder möchten sie Fernseh gucken? Dann wurde ich aus dem Wettbewerb ausgeschlossen als Öko-Kommunist. Ja? Das war Öko und Kommunist dazu. Das war natürlich zu viel. Ich habe danach Chemie studiert, um alle diese Dinge zu lernen. Am meisten habe ich gelernt von Friedhelm Korte in München, der die ökologische Chemie begründet hat. Der hat zum Beispiel begriffen, dass Chemikalien ein Problem sind, egal ob sie giftig sind oder nicht, immer ein Problem sind, wenn sie sich in Lebewesen anreichern. Seit dieser Zeit untersuche ich Muttermilchproben. Es gibt keine einzige Probe, die man als Trinkmilch verkaufen könnte. Keine einzige, zwar weltweit. Teilweise werden die Grenzwerte ein zig Hundertfaches überschritten. Trotzdem ist es gut, über ein Baby zu stillen, weil die Mutter kann sich dabei auf jeden Fall entgiften dabei. Also es gibt nichts Vergleichbares. Entschuldigung, ich habe in den USA diesen Vortragsstil zugelegt. Ich kann da auch nicht weg davon. Also mit drei Kindern können Sie Ihre Belastung praktisch vollständig rauskriegen aus dem Körper. Für Männer gibt es nichts Vergleichbares. Aber auch im Ernst, und das jetzt wissenschaftlich betrachtet, das Stillen eines Babys ist trotzdem besser als jedes Nestle Milchpulver. Aber maximal 9 Monate, also nicht wie so ein Esoterikreisen zu 3 Jahre davon, dann ist es wirklich chemische Belästigung. Also verstehen Sie, wir wehren uns gegen sexuelle Belästigung, ganz zu Recht, aber ein Baby hat darauf einen Anspruch darauf, nicht mit Chemikalien belästigt zu werden davon. Und vorher macht das eigentlich nicht so aus, die ersten 9 Monate, weil die Schadstoffe einfach durchrauschen, die gehen durch den Körper durch. Ich untersuche damit Innenraumluftqualität. Und auch das ist ein Qualitätsthema. Ich finde in Gebäuden die Luft im Durchschnitt 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Und Asthma ist häufigste Kinderkrankheit in Österreich. Wenn man die Gebäude jetzt versiegelt und gasdicht macht, um Gas und Energie zu sparen, dann macht man das Falsche nur perfekt. Und unter uns gesagt, nicht nach außen, wir haben 16 Kindergärten Lüneburgs untersucht. Wenn die Kindergärten draußen wären, müssten sie alle geschlossen werden, weil sie alle die Feinstaubgrenzwerte für draußen überschreiten. Für drin gibt es aber keine Grenzwerte. Ne? Das will ich ausdrücklich nicht gegen Lüneburg wenden, sondern das ist so, dass die uns die Chance gegeben haben, weil die Stadt unterstützt die Universität nach Kräften. Aber es zeigt, es gibt für Innenräume keine verbindlichen Grenzwerte für Feinstaub. Wir verlieren durch Corona letztes Jahr etwa statistisch gesehen 13 Tage Lebenserwartung. Ja. Das ist eine Menge, weil sich das auf die Menschen umrechnen, ist es signifikant. Aber wir verlieren durch Feinstaub etwa 5 Jahre Lebenserwartung mit jedem Atemzug, den wir machen. Davon. Damit hat die Luft doch ein Qualitätsproblem in den Gebäuden, oder? 1/3 der Chemikalien, die wir im Baubereich finden, die in der Muttermilch finden, von etwa 2800 Chemikalien, kommt aus dem Baubereich. Wie wäre es, ein Gebäude zu machen, was bessere Luft im Gebäude hat als draußen? Das ist wirtschaftlich interessant. Wir haben das in Venlo ausprobiert. Davon, der Krankenstand im Gebäude ist 20% niedriger. Das ist für die Immobilienwirtschaft interessant, weil dann der Gebäudewert praktisch gar nicht relevant ist im Verhältnis zum Krankenstand dabei. Also man kann damit 40 Jahre Weltuntergang in Innovation umsetzen, in Qualität. Traditionell denken wir schützen die Umwelt, wenn wir etwas weniger Schweinereien begehen. Schützt die Umwelt, mach weniger Müll. Schützt die Umwelt, reduziere deinen Energieverbrauch. Aber das ist doch gar kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Wenn ich sagen würde, schützt dein Kind oder dein Mann, dazu schlag ihn nur 5-mal anstatt 10-mal, dann wäre das doch kein Schutz, das ist nur weniger kaputt machen, oder? Also schützen ist das nicht. Wir stellen fest, dass eine Stadt wie Lüneburg, aber auch eine Stadt wie Linz oder Salzburg klimaneutral sein will.
2040, manche sagen schon 35, sie überbieten sich gegenseitig, aber eigentlich ist es das traurigste Ziel, was man sich überhaupt vorstellen kann. Was das heißt, heißt, sie können nur klimaneutral sein, wenn sie nicht existieren. Das ist die aller einzige Chance. Ja. Das heißt, sie sagen letztlich, es wäre besser, es gäbe uns nicht. Ja. Haben Sie schon mal einen klimaneutralen Baum gesehen? Ja. Ein Baum ist doch gut fürs Klima. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause, erzählen Ihrem Kind, dass Sie heute kinderneutral sind. Ja. Also wollen Sie nicht gut für Ihre Kinder sein? Ja. Aber es hat durchaus mit Religion zu tun. Im Islam, im Christentum sagt die Religion, du bist böse und nur Gott kann dich erlösen. Darum kann ich nicht gut sein. Ich kann nur weniger schlecht sein. Und das Höchste, weniger schlecht zu sein, ist eben neutral zu sein. Aber für weniger schlecht sind wir viel zu viele Menschen auf der Welt. Um es auch klar zu haben, in dieser Logik hat die DDR so viel besser die Umwelt geschützt als Westdeutschland, einfach durch Ineffizienz. Ja. Die hatten zwar lokale hohe Belastungen hinterlassen, aber insgesamt war die Artenvielfalt so viel größer. In den 80er Jahren war ich in Mecklenburg-Vorpommern, das waren Paradiese. Also so wie man heute noch Frügen und auf dem Darß noch ein bisschen sehen kann, davon war das ganze Bundesland. Ja. Heute sind Warnschilder auf den Autobahnen zu Staub, Erosion, weil die großen Ackerflächen einfach den Boden nicht halten und die werden weggeweht. Und dann gibt es viele Tote auf den Autobahnen durch den Staub, der plötzlich einfach die Sicht versperrt. Das heißt, wenn man das Falsche perfekt macht, das ist nur perfekt falsch. Darum geht es auch nicht um Effizienzsteigerung mit dem, was wir tun, sondern um Effektivität. Also zu fragen, nicht wie mache ich es richtig, sondern was ist das Richtige. Und da kann ich Ihnen schöne Beispiele einfach geben. Auch unter anderem habe ich zu Greenpeace-Zeiten, ich habe auch Greenpeace Österreich mal mitgegründet, davon haben wir das Abwasserrohr der Firma Lenzing dicht gemacht. Lenzing kennen Sie, sind Sie viele, die Älteren dazu kennen es auch noch vom Geruch her gesehen. Das hat über 200 Kilometer gestunken dort. Können Sie sich vorstellen, die Firma Lenzing hat Abwasser abgegeben, wie wir alle Österreicher in diesen Bach geschissen hätten. Und zwar ohne Abwasserreinigung. Ja. Verstehen Sie? So viel. 8,5 Millionen, damals waren das Einwohner gleichwertig durch eine einzige Firma. Ich habe das Abwasserrohr zugemacht dabei mit meinen Kollegen zusammen und die Leute sind gegen uns vorgegangen. Ich kannte das vorher nicht, weil ich auf Schornsteinen oder im Meer zu Hause war, so mit Schlauchbooten unter Atommüllfässer zu fahren oder einfach nur in der Nordsee zu schwimmen. Also durch Schwimmen in der Nordsee konnten sie verhindern, dass die Leute das Gift verklappen konnten, weil das Schwimmen konnte ihnen ja niemand verbieten. Aber hier war es plötzlich anders. In Prochromstimmung sind die Leute rausgegangen, um uns wirklich zu schaden. Bei schlechtem Wetter habe ich bis heute noch Rückenschmerzen davon, weil die wirklich mit Gewalt gegen uns vorgegangen sind. Das kannte ich so gar nicht vorher. Aber heute ist die Innovation da. Ich will Ihnen das zeigen dazu. Das ist eine Maske mit Lenzing-Material. Ja, was Sie im Gesicht tragen, ist alles wirklich Sondermüll aus China. Ja. Das ist die erste Maske, die biologisch abbaubar ist, komplett, und die auch für meine Gesundheit gemacht ist. Das ist Innovation. Ja? Verstehen Sie? Es schwimmen schon über 2,5 Milliarden von diesen Masken in den Weltmeeren rum. Die bleiben 300 Jahre dort, ja? Machen Mikroplastik dann. Das ist Innovation, die daraus entsteht, dass man die Dinge nochmal anguckt und fragt, was ist gesunde Luft und nicht, wie mache ich eine effiziente Maske als erstes. Die hat FFP2-Zertifizierung, hat sogar FFP3-Einlagen dazu, also noch besser als FFP2 und sie ist halt für Hautkontakt gemacht und dafür, dass sie eben nicht stinkt. Das heißt, wir können das umsetzen. Und das heißt natürlich, dass wir immer den Kontext angucken, immer das Soziale und das Kulturelle mit dabei. Also wie schon ausgeführt, der kulturelle Anteil ist wirklich wichtig. Österreich ist weltweit das führende Land, was Biolandbau angeht. Ja. Aber es ist eigentlich kollektiv so ziemlich das Traurigste, was man sich vorstellen kann, was der Biolandbau ist, nämlich. Ich bevorzuge auch Bio-Nahrungsmittel, wenn es irgendwie geht. Es lohnt sich vor allem bei Rucola oder bei Paprika lohnt sich das. Ja. Ich habe in den letzten 8 Jahren keine Probe untersucht von Paprika konventionell, die nicht hochbelastet ist mit Pestiziden dabei. Ja. Aber bei Tomaten oder bei Gurken lohnt sich es eigentlich nicht. Die Leute wissen inzwischen, Gurken und Tomaten anzubauen, dazu ohne giftigere Spritzmittel drin dabei. Also das schon, aber vor 8 Jahren ist mein Sohn gestorben an einem Krankenhauskeim, ja, mit 24. Für heute ist es manchmal immer noch schwierig, Leute anzugucken, die so ähnlich aussehen wie er und denken, warum ist der jetzt nicht da? Ja? Also individuell ist das die Katastrophe überhaupt. Ich war
fünf Jahre im Prinzip nur in der Lage zu funktionieren, sozusagen. Ich habe meine Stärke erst nach seit drei Jahren etwa wieder davon. Aber kollektiv ist es etwas vergleichbar Trauriges. Es gibt keinen Biolandbau, der erlaubt, dass ich selber dabei bin. Ja. Das muss man sich wirklich vorstellen. Es gibt kein Biosiegel, kein Demeter, kein Bioland, kein Nature Pro Cré, was erlaubt, dass sie ihre eigenen Exkremente wieder verwenden dürfen. Ja. Es ist nur Bio ohne uns. Wir müssen jeden Tag 2 Gramm Phosphat aufnehmen, 2 Gramm Phosphat abgeben. Österreich hat sich mutig gegen Atomenergie gewehrt davon, ja, obwohl der Reaktor schon da stand sozusagen, wobei es natürlich sauknapp war. Also heute waren alle Widerstandskämpfer davon, aber damals war das wirklich nur ein paar Stimmen eigentlich, die den Unterschied ausgemacht haben. Aber wir tragen über den Phosphatbergbau viel mehr Radioaktivität in die Umwelt ein, als in allen Atomanlagen verwendet werden davon. Das heißt, wir kontaminieren die Umwelt mit Radioaktivität aus dem Dünger. Phosphor ist viel seltener als Öl. Und wir nehmen die Menschenrechte in der Westsahara überhaupt nicht wahr, obwohl die Leute wirklich ein Recht darauf haben, auf Unabhängigkeit von der UNO verbrieft seit 1974 davon, weil dort die Hauptvorkommen der Welt, was Phosphor angeht, dort sind. Ja. Und es gibt kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Fäkalien wieder zurück dürfen. Ich muss jeden Tag also zum Beispiel 2 Gramm Phosphat aufnehmen, 2 Gramm Phosphat abgeben, sonst könnte ich nur als amorphe Molluske durch die Weltmeeren gleiten, dazu also als Jellyfish sozusagen, ja. Und das heißt, also als, wie heißt das auf Deutsch? Eine Qualle, ja. Also wir brauchen das für unsere Zähne, für unsere Knochen, für unsere Energiespeichern davon. Und es gibt kein Biosiegel, was mein Phosphor wieder verwendet werden darf. Das heißt, wir hassen uns so sehr, dass wir sagen, es ist nur Bio, wenn wir nicht da sind. Das ist extrem traurig. Ich habe das erst richtig begriffen, als ich 2 Jahre in China gearbeitet habe, unter anderem an der berühmten Tongji University war ich gewesen. Und ich sage Ihnen, es gibt in China auf dem Land, wenn Sie heute zum Essen eingeladen sind, zum Mittagessen, dann erwarten die Leute, dass sie nach dem Essen so lange bleiben, bis sie die Toilette aufsuchen. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn sie sind doch zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Damit konnte China eine bruchlose Zivilisation schaffen für über 7000 Jahre, weil sie den Bauern immer was zurückgegeben haben. Wir haben ihnen nur den Bauern was weggenommen. Die Bauern wurden ärmer, sie mussten auswandern oder in die Stadt. Die Stadt musste weiter weggehen, die Nährstoffe zu holen, bis man im 19. Jahrhundert dann Künstlinge erfunden hat. Die Kolonien waren praktisch eine zwangsläufige Folge des Umgangs mit Nährstoffen von uns. Wir waren nie in der Lage, wieder Nährstoffe zurückzubringen, überhaupt nie. Ja. In der ganzen westlichen Welt. Und das heißt, dieses gestörte Denken, dass wir eigentlich, das Denken, es wäre besser, dass wir nicht da sind, führt natürlich dazu, dass wir versuchen, möglichst wenig schlecht zu sein. Ja. Ich kann Ihnen das zeigen, wo wir sind. Ich war vor 3 Monaten im Großglockner gewesen, dort, wo ich das Foto gemacht habe. Davon war 1995 noch Gletscher gewesen. Ja. Hier sind so hinten noch so ein bisschen eine Pfütze davon sozusagen. Wir leben von der Illusion. Wir reden in Glasgow, ich war letzte Woche in Glasgow gewesen, davon, wir reden davon, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Aber ich sage Ihnen, mit den jetzigen Gehalten von 420 ppm in der Atmosphäre tauen diese Gletscher ab. Mit den jetzigen Gehalten davon verschwindet der Permafrostboden. Mit den jetzigen Gehalten verschwinden die Polareiskappen und Grönlandeis taut auf. Das heißt, dies bedeutet für Hamburg, die Stadt Hamburg, mindestens ein Anstieg von 22 Metern an Meeresspiegel. Ja? Also es kann etwa bis 40 Meter sein, was dieses Abschmelzen daraus bedeutet. Aber es ist nur eine Frage, wann. Es ist nur eine Frage, mit dem 1,5-Grad-Ziel verschieben wir dieses eigentlich nur um 2 Generationen. Das ist alles. Ja? Also wir verlangsamen das nur. Was wir brauchen, sind andere Ziele. Wir müssen erreichen, dass wir das Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder zurückholen. Wir müssen erreichen, dass im Jahr 2100 wieder der Gehalt in der Atmosphäre ist, den es 1900 gegeben hat. Das bedeutet aber, dass wir vor allem den Boden wieder aufbauen müssen. Selbst Demeter-Landbau verliert dadurch, dass unsere eigenen Nährstoffe nicht verwendet werden, bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Nur dadurch, weil wir einfach nicht dazugehören. Ja? Also wir müssen lernen, dass wir uns mögen, dass wir auf diese Welt gehören, dass wir nicht weniger schädlich sind, sondern dass wir nützlich sind für diesen Planeten. Also nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der im Feuchtgebiet wird. Ja. Und da ist die Wirtschaft natürlich von entscheidender Bedeutung. Das heißt, es geht nicht um Kreislaufwirtschaft, ausdrücklich nicht. Ja.
das ist langweilig oder wie man in Österreich sagt, Fahrt sozusagen, ja. Weil das ist wie Riesenradfahren, ja. So 2-3 Mal ist es ganz nett und dann denken Sie, was mache ich denn hier? Kreislaufwirtschaft als solche ist innovationsfeindlich, weil sie das Bestehende optimiert, ja, davon. Das heißt, das ist eine menschliche Projektion, so wie vom Produktlebenszyklus reden. Ja, eine echte Wirtschaft nach Cradle to Cradle ist keine Kreislaufwirtschaft und sie ist auch nicht nachhaltig, also ausdrücklich. Nachhaltigkeit ist für die Biosphäre notwendig, unbedingt. Das ist ja die Voraussetzung, auch für die Kultur. Ich möchte auch, dass es noch durchaus Kirchenchöre und Blasmusikorchester und Theater etc. gesehen in 100 Jahren gibt davon. Aber ich möchte nicht in 100 Jahren, dass es noch die gleichen Schreibtischstühle gibt. In keinem Fall. Ja? Oder die gleiche Waschmaschine. Oder stellen Sie vor, ich sage, ich gebe Ihnen heute einen Computer, der hält 100 Jahre. Und sagen Sie, du Idiot, da ist ja der technische Fortschritt überhaupt nicht drin. Aber die Leute sind stolz, wenn sie eine Waschmaschine haben, die 30 Jahre hält. Ja? Aber stellen Sie vor, damit kommt die Waschmaschine nie auf den Markt, die Mikroplastik zurückhalten kann. Und ich weiß auch nie, wann und wo die Materialien wieder zur Verfügung stehen. Digitalisierte Welt schließt Kreislaufwirtschaft aus, weil ich von vornherein weiß, was es ist. Ja, ich verstehe Sie auch nicht Langlebigkeit, sondern definierte Nutzungszeit. Beispiel Giroflex in der Schweiz, die geben auf ihre Büromöbel 25% Pfand. Ja, es kostet 25% Pfand, aber nur genau nach 10 Jahren, nicht nach 11 und nicht nach 9 Jahren. Das heißt nicht, dass sie daraus wieder die neuen Schreibtischstühle machen wollen, sondern es heißt, dass sie das Material zur Verfügung haben wollen und ab sofort können sie mit dem Material handeln. Also nicht im Januar, nicht im März, sondern nur im Februar gibt es die 25% zurück. Natürlich ist das lukrativ für Giroflex, weil die Marketingkosten, die Kommunikationskosten sind über 50%. Das heißt, die kriegen für 25% Rabatt sozusagen ihren Kunden zurück. Das Material aber sollte nur in Ausnahmefällen wieder eingesetzt werden für den gleichen Zweck. Weil die Innovation ist doch in 10 Jahren völlig andere. Dann hänge ich mit dem Material fest, wie eine Wurst, die ich mir in die Nase gewünscht habe. Ja. Das heißt, es geht darum, dass man die Digitalisierung schafft den Abfallbegriff ab. Ja. Bei uns ist es, ich war eine Weile auch in Südkorea und ich habe eine Mitarbeiterin aus Südkorea und jeden Morgen, wenn ich kann, schaue ich zu, wenn sie ihren Rechner einschaltet, wenn sie zum Arbeitsplatz kommt. Weil jeden Morgen weitet sich vor ihre Augen wie ein Kaninchen vor der Schlange. Ja? Und sie hat einen Angstanfall, der einfach schon so lustig ist. Die lacht nachher selber auch darüber, aber sie kann das nicht stoppen. Wissen Sie, was das ist? Das nennen wir schnelles Internet bei uns. Sie denkt jeden Morgen, ihr Rechner sei kaputt. Sie kann das nicht stoppen, weil sie immer denkt, der Rechner sei kaputt, weil es so ewig dauert, bis er wirklich funktioniert. Ja. Es geht für andere Dinge auch, für Nanotechnik, übrigens auch für Gentechnik. Ich verstehe schon, dass man Gentechnik ablehnt, aber wissen Sie, wie wir in Deutschland Saatzucht betreiben? Kleinwandslebende Saatzuchtbetriebe habe ich mir angeguckt. Wir beschießen Pflanzensamen mit radioaktivem Kobalt und gucken, welche Mutanten dabei rauskommen. Das gilt für uns als Saatzucht. Dann würde ich doch lieber an der Stelle eingreifen, wo ich weiß, wo die Information ist, oder? Ich kann nur nicht wie Monsanto den Gewinn privatisieren und das Risiko vergesellschaften. Das geht nicht. Aber wenn ich zum Beispiel trockenbeständige Reissorten züchten möchte, davon, dann ist diese Zuchtart die sinnvollere, dass ich weiß, wo die Information ist und nicht irgendwelche Mutanten nachher zu testen, darauf, wo ich deren Nebenwirkungen nie und nimmer absehen kann, weil ich ja gar nicht weiß, was ich da gemacht habe. Das Gleiche gilt für andere Bereiche, für Elektronik. Wir sind überall 15, 20 Jahre zurück. Aber wir wissen durch Umweltdiskussion, wie wir Dinge machen können, dass sie gesund und für die menschliche Gesundheit gut sind und gut für die Umwelt. Ich habe das erst in der Dimension selber begriffen, als mich Larry Page angerufen hat, einer der Gründer von Google, und gesagt hat, Herr Braungart, Sie haben zu Feinstaub gearbeitet. Ich möchte ein Haus haben, in dem es keinen Feinstaub gibt. Dann habe ich begriffen, okay, das ist was wert. Ja, davon. Dann gibt es Christoph Ingenhofen in Düsseldorf als Architekten, der setzt das dann um. Ja. Verstehen Sie, 5 Jahre Lebenserwartung ist für diese Leute, die nicht mehr an Gott glauben, aber das ewige Leben noch gerne haben würden, eine wahnsinnige Zeit. Die hoffen darauf, dass sie so lange gesund bleiben, bis das ewige Leben erfunden wird. Und warum sitzen sie an autonomen Fahren? Hat mir Larry Page gesagt, wir sitzen daran hauptsächlich, weil ich mich nicht von irgendjemand umbringen lassen will, der vor mir an seinem Handy spielt davon.
Da ist autonomes Fahren einfach sicherer. Darum geben Sie unserem Geld aus für Krebsbekämpfung, weil Sie sagen, ich möchte nicht unbedingt Krebs sterben. Sie haben bis heute nicht verwunden, dass Steve Jobs mit keinem Geld der Welt zu retten war, sozusagen von Apple. Ja. Und Sie setzen sich ein für Umwelt, ja, und Gesundheit, weil Sie sagen, durch Umwelt und Gesundheit sozusagen sind wir dann doch genauso bedroht. Ja. Ich habe mindestens 200.000 Pfund Thunfischen inzwischen das Leben gerettet damit, indem ich einfach nur das Haar von irgendwelchen Prominenten in Silicon Valley untersucht habe und gezeigt habe, wie viel Quecksilber da drin ist. Wissen Sie? Und damit war Sushi, Sashimi, Thunfisch-Sashimi erledigt damit natürlich, weil das ist die Hauptquelle. Wenn Sie jeden Tag sein Thunfisch-Sashimi essen, davon verfünffachen Sie die Quecksilberbelastung etwa. Ja. Das heißt, wir können das umsetzen in Innovation. Und das ist eben nicht Kreislaufwirtschaft, sondern das ist durchaus etwas Neues. Und ich bin hier nicht Ihnen zu sagen, was Sie zu tun haben, gar nicht, sondern ich bin da, Sie zu inspirieren. Ja. So wie wir überhaupt natürlich nicht den Leuten erzählen sollten auf der Welt, was sie machen, sondern ich habe diese Maske hauptsächlich mit meinen Kollegen entwickelt, um Leute in China zu inspirieren. Zu sagen, Freunde, wir brauchen Masken, die biologisch abbaubar sind und die für Hautkontakt gemacht sind. Es gibt jeden, durch Arnold Schwarzenegger, ein Österreicher, wie Sie wissen, davon hat, gibt es den Cradle-to-Cradle-Tag in Kalifornien. Den 9. Juni wird das jeweils dann umgesetzt dabei. Das heißt, nochmal ganz zurück, durch Cradle-to-Cradle ist der Abfallbegriff abgeschafft. Wir sind die einzigen Lebewesen, die Abfall machen davon. Darum geht es auch nicht bei Cradle to Cradle, ist ein System und eine Welt ohne Abfall, dann denken Sie ja immer noch an Abfall. Das ist so, wenn ich sagen würde, ja, wie ein berühmter Kollege von uns in Chicago gesagt hat, denke nicht an einen rosaroten Elefanten, dann denkst du an einen rosaroten Elefanten. Ja? Also nicht null Abfall, sondern alles Nährstoff. Alles, was verschleißt, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, muss so gemacht werden, dass es biologisch nützlich ist, nicht nur nicht giftig. Alles, was nur genutzt wird als Dienstleistung, wie eine Waschmaschine, ein Fernseher, muss so gestaltet werden, dass es technischer Nährstoff ist. Also es gibt dann also keine Abfälle mehr, sondern nur noch Nährstoffe. Ich meine, warum sind wir dümmer als alle anderen Lebewesen? Kein anderes Lebewesen macht Abfall. Also unsere Intelligenz könnte uns doch helfen, die Dinge nochmal neu zu denken. Und das kommt aber aus dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Also wie gesagt, ich möchte, dass es Löwen und Tiger und Giraffen auch in 100 Jahren noch gibt. Die Biosphäre soll nachhaltig sein. Daher kommt auch dieser Begriff. Aber Innovation ist nie nachhaltig. Die Waschmaschine war nicht nachhaltig für meine Mutter noch, die die Wäsche im Fluss gewaschen hat, davon für 8 kleinere Geschwister. Davon, sie hat mit 8 Jahren war sie dafür zuständig. Es gibt mich heute nur, weil meine Mutter und die Eltern eine Waschmaschine sich zulegen konnten. Und damit konnte meine Mutter meinen Vater kennenlernen dazu überhaupt. Ja. Sonst wäre sie, im Sommer war sie blau, rot verbrannt, im Winter blau gefroren. Davon, das war nicht nachhaltig. Sie hat sofort ihre Stelle verloren davon. Sie wurde arbeitslos. Ne? So wie die Leute, die vorher stationäre Telefone hergestellt haben durch Mobiltelefone. Cradle to Cradle setzt sich in einer ungeheuren Geschwindigkeit durch. Es gibt über 11.000 solcher Produkte schon auf der Welt. Und ich habe selber nicht mitgerechnet, dass sich so schnell durchsetzt, weil es hat 500 Jahre gedauert, bis die Leute begriffen haben, dass die Erde keine Scheibe ist und dass es keine Hexen gibt zum Beispiel. Ja, oder es hat 65 Jahre gedauert, bis das Mobiltelefon von der Erfindung bis zur Verfügbarkeit entwickelt worden war. Ich hatte als Student noch ein Mobiltelefon. Bei solchen Veranstaltungen hatte ich immer eins dabei, auch zu Greenpeace-Zeiten dazu. Und es hat die Mädels schwer beeindruckt, muss ich sagen. Aber es war natürlich ziemlich dumm. Eigentlich hat 18 Kilo gewogen, ja? Und hat gestrahlt wie Zau sozusagen. Also das war nicht gesund, aber ich konnte Eindruck schaffen damit. Das heißt, Innovation braucht Zeit. Das Internet hat über 55 Jahre gebraucht, bis es verfügbar war tatsächlich für die Allgemeinheit. Das heißt, lassen Sie uns die Dinge nochmal neu denken. Das ist die traditionelle Nachhaltigkeit. Ich sage dem Kunden, bitte kauf es doch gar nicht. Musst du es wirklich haben? Erik, kannst du nicht noch ein Jahr warten dazu? Musst du es wirklich jetzt kaufen dazu? Ja. Kann das andere nicht noch repariert werden sozusagen? Das ist vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren. Schuldmanagement ist das. Meine größten Feinde in den Firmen sind inzwischen die Nachhaltigkeitsbeauftragten. Die haben gar kein Interesse mehr, etwas zu ändern. Die machen die Plastikflasche noch ein Gramm leichter davon. Sie schließen noch 2 Elektroautos an. Die haben den Bericht auf Altpapier gedruckt. Allein McKinsey und Co. verdienen 7 Milliarden Euro nur mit Nachhaltigkeitsberichterstattung, ja, davon. Die Nachhaltigkeitsabteilung muss die Innovationsabteilung werden im Unternehmen. Also es ist ja im Moment nichts. Es ist so ein Wurmfortsatz für das gute Gewissen sozusagen.
Und das geht anders. Darum geht es nicht um Effizienz, sondern um Effektivität. Zu fragen, nicht, wie mache ich es richtig, sondern was ist das Richtige? Also der Helmut Qualtinger hat das, glaube ich, am besten erklärt von allen Menschen mit diesem einfachen Sketch über das neue Motorrad. Ja? Der kommt zu Nachbarn und er sagt, ich habe ein neues Motorrad. Und er sagt, ist ja toll, neues Motorrad. Und er sagt, klar. Ja, und das ist doppelt so schnell. Ja? Und er sagte, wo willst du denn damit hinfahren? Er sagte, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall doppelt so schnell. Ja? Verstehen Sie? Das erklärt den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Wenn Sie von Linz nach Wien möchten, hilft es Ihnen auch nicht, effizient nach Salzburg zu gehen. Ja? Das heißt, wir können sagen, guck mal, wir haben schon 30% erreicht. Und lieber Kunde, je mehr du kaufst, desto besser. Wir machen verbindlich aus, dass wir in 10 Jahren an einem bestimmten Punkt sein werden. Und selbst wenn ich denn ein Dieselfahrzeug kaufen würde, würde ich dem Unternehmen das Geld verschaffen, sich zu ändern. Verstehen Sie? Der Kunde wird damit Change Agent. Er hilft dem Unternehmen, sich zu ändern davon und nicht durch baren Verzichten vermeiden. Sondern im Gegenteil, je mehr du kaufst, desto schneller schaffe ich das dabei. Also, wenn wir in Linz jetzt ausmachen würden, und Linz hat durchaus gute Wissenschaftler, ja, in 10 Jahren würde ich statt Linz nur noch Plastik verwenden, was aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen wurde, dann würde sich die Dinge ändern. Ja. Und dann je mehr Plastik ich dafür einsetze, desto schneller würde man vorankommen dabei. Ausdrücklich, die Leute verteufeln Plastik und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe den Tod eines 5-jährigen Mädchens im Haus meines Bruders erleben müssen, die nur ihrem Vater eine Mineralwasserflasche aus dem Keller bringen wollte. In Hamburg verletzen sich jedes Jahr 200 Kinder schwer mit Glasscherben. Ja. Das ist kein Spaß dabei, so, auch wenn wir nehmen jetzt Glasverpackung, wir müssen fragen, wo ist das die richtige Verpackung? Und dann hat Plastik natürlich den Sinn. Aber ich habe in Ägypten gerade eine Arbeit betreut, da liegt meterhoch Plastik rum und so ein bisschen, weil wir uns über den Nord-Süd-Dialog unterhalten, ein bisschen leicht rassistisch sagen wir dann, ja, die Leute im Süden haben die kein Umweltbewusstsein. Ja, ja, ist aber nicht so, sie haben die falschen Verpackungen. Ja. Davon dort ist 3%, wie bei uns, PVC, ja. Und diese PVC verhindert, dass ich sogar verbrennen kann davon. Ja. Das Waschen kostet 3-mal mehr als der Wert des Plastiks davon. Drum liegt das rum. Es ist das falsche Plastik. Also nicht die Plastikverpackung noch 1% leichter zu machen und doch ein bisschen mehr Recycling, sondern zuerst mal zu fragen, was ist das richtige Plastik? Also was ist der richtige Kunststoff? Was ist die richtige Verpackung dafür? Darum eben ein anderer Ansatz. Eben, das sind die Grundprinzipien von Cradle to Cradle. Im Prinzip gesehen zu sagen, Freunde, wir feiern Vielfalt, ausdrücklich. Ja. Vielfalt sind viel stabilere Systeme davon. Und das gilt für kulturelle Vielfalt genauso wie biologische Vielfalt. Ja. Wir unterstützen natürlich die Energie, die aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Ja. Die verwenden wir. So wie ein Kirschbaum oder ein Apfelbaum im Frühling. Ja. Und alles ist Nährstoff. Dieser Kirschbaum oder Apfelbaum ist nicht effizient, aber effektiv. Er schafft Lebensraum für über 200 andere Arten. Vielleicht noch ein paar Beispiele für Effizienz und Effektivität. Stellen Sie sich Mozart vor. Ja. Ja, das Köchelverzeichnis können Sie in einen Ton, in eine Millisekunde zusammenfassen. Da müssen Sie nicht in die Oper gehen dafür. Ja. Ja. Das ist Effizienz. Ja. Davon. Starbucks ist effizient, aber ein Kaffeehaus ist effektiv. Ja. Wenn Sie Ihre Frau geärgert haben und Ihren Mann oder den Mann, das geht inzwischen in beide Richtungen, davon 50 Rosen, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja. All das, was wirklich im Leben schön ist, ist nicht effizient. Stellen Sie sich effizienten Sex vor. Ja. So, das ist alles, was wirklich schön ist, ist nicht effizient. Ja. Und das heißt, schauen Sie die Dinge einfach nochmal neu an. Es ist sicher sinnvoll, den ökologischen Fußabdruck für Öl und Kohle zu minimieren. Aber bitte, wo sind wir nützlich? Ja, unser Denken kommt aus Skandinavien. Schon die Definition der Nachhaltigkeit der Brundtland-Kommission davon, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden, ist doch etwas extrem Trauriges. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie kommen heute nach Hause und sagen den Kindern, ich will euch heute gerade nicht schaden. Ja? Ich meine, was für ein Blödsinn. Und unsere ganzen Studenten plappern das hinterher. Ja? Das ist die Nachhaltigkeit. Will ich nicht gut für meine Kinder sein? Ja? Gut, wenn Sie in Schweden sind und in Finnland, ja, dann müssen Sie sparen, verzichten, vermeiden, sonst kommen Sie nicht durch den Winter. Aber das ist kein globales Modell. Global haben wir einen massiven Überschuss an Energieeintrag, den wir nutzen können und den wir in Materie umsetzen können. Ich war in Glasgow und können Sie vorstellen, dann treffen Sie Leute aus Finnland und ich sage, warum habt ihr bitte schön diese Torfkraftwerke? Ja,
Die verbrennen Torf, dagegen die Braunkohle in Deutschland harmlos. Ja? Und dann sagen die, das ist doch erneuerbar. Ja? Die Torfe regenerieren sich doch wieder. Ja? Erneuerbar. Ja? Stimmt, da fällt mir nichts dazu mehr ein. Ja? Und das gilt in Irland genauso dazu. Wenn Sie in Schweden sind, ist jeder Fußabdruck zerstörerisch. Darum müssen Sie auch möglichst vorsichtig laufen. Ja? Ist doch klar, weil jeder Fußabdruck, so wie bei uns im Hochgebirge, den Boden zerstört. Aber wenn Sie hier entlang der Donau laufen zum Beispiel, dann ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum. Also warum nicht einen großen Fußabdruck zu haben, der aber ein Feuchtgebiet wird? Nützlich zu sein, anstatt weniger schädlich. Darum setzt das in Europa dazu, die Universitäten sind für uns im Prinzip gesehen die größte Hinderung an dem, was wir sagen. Weil die Universitäten strukturell gar keine Lösungen entwickeln wollen, sondern an Problemen arbeiten. Solange geforscht wird, muss niemand was tun. Ich habe 1984 veröffentlicht, dass PVC-Weichmacher unfruchtbar machen. Ja? Ich habe 1982 das Fett von Polareisbären untersucht, ja? Und gezeigt, dass sie allein darüber aussterben werden, weil die Flammschutzmittel sich in dem Fett der Polareisbären anreichern. Wissen Sie, wann aus dem Styropor die Flammschutzmittel verschwunden sind? Vor 4 Jahren. Ja? Weil man geguckt hat, ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird. Ja, ob die Schildkröte möglicherweise die Zwitterbildung darauf zurückzuführen ist, dass es eben PVC-Weichmacher gibt oder Flammschutzmittel. Die PVC-Weichmacher sind bis heute in Verwendung. Es gibt ein paar Firmen, große, die freiwillig darauf verzichten, auch weil sie Angst haben vor Haftungsrisiken. Ich habe damals einer Ministerin Fleming die Ergebnisse in die Hand gedrückt. Frau Fleming hat gesagt, die Umweltministerin, die ich glaube, erste österreichische Umweltministerin war gewesen, die hat gesagt, wir verbieten das PVC. Wir wollen da weg. Wissen Sie, was die chemische Industrie gemacht hat, die Plastikindustrie? Die hat das Leben ihr wirklich zur Hölle gemacht. Wissen Sie, was passiert? Wenn Sie die jungen Männer hier im Raum nehmen, dann sind sie im Verhältnis zu ihren Vätern nur die Hälfte Männer. Ja. Die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich halbiert. Wir haben das 1984 veröffentlicht. Das konnte jeder sehen und jeder wissen. Aber an der Universität, die habe ich noch nie für neues Geld bekommen. Immer nur für die Variation des Bestehenden. Für neues gibt es ja kein Peer Review. Ja. Das heißt, da gibt es ja niemanden, der das bewerten kann, weil es ja neu ist. Ja. Davon. Das heißt, unsere Universitäten sind Innovationsverhinderer in großem Maße, weil sie einfach Forschung machen. Und solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Darum sind solche Bereiche so elementar wichtig, die sich anders aufstellen und sagen, Freunde, wir wollen wirklich an Lösungen arbeiten. Also wie wird es aussehen, wenn wir hier dran arbeiten, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurückzuholen und es wieder damit einzusetzen, davon den Boden zum Beispiel aufzubauen. Die Vereinigten Staaten haben in den letzten 150 Jahren die Hälfte ihrer Humusmenge eingebüßt etwa. Das ist nicht so schlimm, hört sich zunächst mal gar nicht schlimm an, weil die hatten vorher 2 Meter Humus im Durchschnitt, jetzt haben sie noch 100, noch 1 Meter Humus dazu. Aber das ist so, wie wenn sie aus dem Hochhaus springen und sagen, es ging schon 20 Stockwerke gut. Wir haben eine Landwirtschaft, die 10 Kalorien Energie einsetzt für 1 Kalorie Ernährung. Das ist völlig irrig. Sie können natürlich die Umwelt schützen, in der Logik, wenn Sie Aufzug fahren zum Beispiel. Ja, Sie können auf die Art und Weise Ihren Carbon Footprint um das 5-fache senken, weil der Aufzug braucht für die gleiche Leistung nur 2 Kalorien umgerechnet, ja, davon. Das heißt, wir sind dafür völlig falsches System dazu. Also außerdem sterben Sie dann früher und schützen die Umwelt noch mehr natürlich damit. Ja. Also wir brauchen europäisches Problemdenken und das ist sicherlich die Basis, gerade auch das in Österreich dazu. Ja, das Kranteln, das die leichte Melancholie dabei, das Ja-Aber etc. gesehen. Den Dialog braucht es. Wir brauchen amerikanischen Handlungswillen. Wir brauchen, dass die Menschen auch was tun. Wenn Amerikaner handeln, sehr oft, ohne dass sie wirklich genügend informiert sind. Aber sie handeln immerhin, sie machen immerhin was davon, ja. Ich meine, die Elektromobilität wäre bei uns nie in die Gänge gekommen ohne Tesla. Ja? Die anderen haben einfach gesagt, warten wir mal ab dazu, mal sehen, was es wird davon. Wir brauchen asiatisches, echtes Kreislaufdenken, Nährstoffdenken und wir brauchen südliche Lebensfreude. Das ist Cradle to Cradle. Und dafür habe ich ein Institut 1987 gegründet, aus Greenpeace heraus davon. Und da sind alle diese Leute vertreten drin, in verschiedenen Ländern auch. Look at the cherry tree in spring. No reduction, no avoidance, no minimization. But all the materials are beneficial. The cherry tree only makes a handful of cherries actually, but with hundreds of blossoms. And all the materials are designed to go back in the biological system. I think we're not too many. It depends what those 9 billion people are doing. The cherry tree makes soil, makes oxygen, cleans the air. It's not toxic, it's not dangerous. No, it's the opposite. It's all nutrition. And what we do, we make the wrong things perfect, and then they are perfectly wrong.
you think about of ants and termites, there's four times as many, but they don't cause the problems because they produce nutrients and not waste. They convert biomass into nutrients, so why shouldn't we be able to do the same? Cradle to Cradle divides products into two spheres, a technical and a biological one. We have to redesign products. On the technical side, we have materials such as metals that can be used forever, like in chairs and washing machines. The biological side, we have products that dissolve back into nature, like cosmetics or the natural fiber textiles. If these two spheres stay separate, the concept of waste will be obsolete. So instead of reducing our footprint, let's rethink for a positive footprint. Cradle to Cradle now becomes a friendly tsunami. Yeah. And hundreds of young designers are doing Cradle to Cradle now. I want that the money I give for a product brings positive impact for the society. I'm optimistic because I think everything is going in that direction. It's never too late to stop to make stupid things. Yeah, watch your head turns full circle. Das heißt, es geht darum, dies umzusetzen in ein Triple Top Line, nicht ein Triple Bottom Line. Ja, Dinge zu machen, die extrem profitabel sind. Denn nur verdiene ich das Geld, das ich dafür brauche, um die Dinge zu ändern. Und da freut sich der Kunde über meinen Profit als Unternehmer, weil er weiß, dass ich ihn dafür einsetze, für die schnellere Änderung. Ja, Dinge, die gut sind für die Gesellschaft und gleichzeitig die förderlich sind für die anderen Lebewesen. Das ist ein Triple-Top-Line-Approach und nicht ein Triple-Bottom-Line. Darum geht es mir allein um drei Begriffe. Es geht mir um Qualität, um Innovation und um Schönheit. Ein Produkt, was die Leute krank macht und wo die Menschen kein Auskommen haben in Bangladesch damit, ist auch nicht schön. Das kann mich einfach nicht freuen davon. Wissen Sie, das ist die Technosphäre natürlich. In der Biosphäre Nachhaltigkeit, selbstverständlich. Aber das ist kein Zukunftskonzept, die Nachhaltigkeit. Ja, dabei, also es geht um Rethink, um Reinvent, Redesign und dann erst Reduce, Reuse, Recycle. Also ich kann dann die Dinge effizienter machen, aber damit fängt es an. Und warum ist es sozusagen so, die Biomasse der Ameisen in dem Film sozusagen, nur um nochmal zu erklären, ist viermal größer als die der Menschen. Die Ameisen entsprechen dem Kalorienverbrauch 30 Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu dumm. Also wir sind nicht gut genug, davon nützlich zu sein. Für weniger schädlich sind wir zu viele. Ja. Das heißt, wir können das umsetzen. Und dann bin ich natürlich durchaus dem, was Erik Hansen sagt, es gibt durchaus Bereiche, wo es sinnvoll ist, die Materialien zurückzunehmen und sie wieder zu verarbeiten. Zum Beispiel in der Teppichbodenindustrie. Ja. Also die Teppichböden, davon werden auch in Polyamid sein in 60 Jahren noch. Jetzt verkaufe ich keinen Teppichboden mehr, sondern nur noch eine Fußbodenverpackungsversicherung für 10 Jahre. Ja, bei der Firma Dessot zum Beispiel, dann kann der Hersteller das beste Material verwenden und nicht das billigste. Und der Kunde weiß sicher, das bleibt 10 Jahre schön. Ja. Ist eine Win-Win-Situation für beide. Dadurch wird das wesentlich kostengünstiger, weil ich das Material nicht neu kaufen muss. Praktisch ist der Kunde meine Materialbank dafür. Und ich kann es gleich dafür einsetzen, dass ich weiß, dass ich in 10 Jahren mit dem Material wieder was anfange. Aber es ist eigentlich die Ausnahme, ja, davon, weil eigentlich will ich in 10 Jahren was anders machen davon. Ja. Aber ich kann es digital handeln. Ich kann es sofort zur Verfügung stellen. Ich kann sagen, ich habe jetzt 70 Tonnen an Aluminium dieser Legierung zur Verfügung. Wer kann die brauchen? Und ich kann die ab sofort handeln damit. Was ich Ihnen hier zeigen will, ist wie bei meinen Masken, ich mache Ausgasungsbilder. Ich packe Dinge in so eine Glaskiste und will wissen, wo die Sachen herkommen. Und was Sie hier sehen, sie ist ein ganz niedriger Grund davon, anders als bei dem Maskenbild, was Sie nachher sehen werden, ganz niedrig. Das heißt, es sind relativ wenige Chemikalien und jeder Peak ist eine Chemikalie, die rausgeht dazu. Ja? Die Fläche darunter ist die Masse, was da rausgeht sozusagen raus. Ja? Das ist ein Nylon-Teppichboden. Die Teppichbodenindustrie hat vor 30 Jahren reagiert auf Formaldehyd etc. und hat was gemacht. Die Peaks sind relativ niedrig. Hier will ich Ihnen was anderes zeigen. Das ist ein skandinavisches Möbelhaus. Ich will nicht sagen, wie es heißt dazu. Ich will ja niemanden Pranger stellen dafür. Aber die verkaufen einen 100% Wollteppichboden. Ja. Das ist aber kein Wollteppichboden. Das ist ein Teflon-Teppichboden mit Wollkern. Denn der liebe Gott hat das Schaf nicht für den Teppichboden entwickelt. Ja. Und schon gar nicht dafür, dass dieses Schaf rotweinbeständig ist. Wenn Sie ein rotweinbeständiges Schaf haben wollen dazu, dann brauchen Sie eine Menge Chemie.
Das heißt, es ist nicht sinnvoll, per se ein Naturprodukt bevorzugen. Darum ist das synthetische Produkt absolut überlegen davon, wenn es sozusagen einen synthetischen Zweck dafür hat. Das sind unsere Masken. Ich meine, das ist der letzte Dreck einfach, muss man wirklich sagen. Die sind bei uns in Deutschland für eine halbe Stunde nur zugelassen. Danach haben die Leute ein Recht auf eine Pause davon, auf diese Partikelmasken, die sie alle tragen hier. Und wir finden hunderte von Chemikalien drin. Und Sie müssen sehen, die ganze Fläche und drunter ist das, was rausgeht. Ja? Das sind nur die einzelnen Peaks. Wir können die gar nicht auflösen. Die Säule ist nachher ruiniert davon. Ja? Und das tragen wir und atmen es dafür ein. Das ist nie für uns gemacht worden. Da steht ja auch drauf, non-medical use, FFP2. Ja? Ausdrücklich für nicht-medizinische Anwendung davon. Und das wird Ihnen vorgeschrieben dabei. Das ist, jetzt geht es mir ausdrücklich darum, Sie zu inspirieren, das anders zu machen und sagen, hey, wir können das auch. Ja, davon. Warum sollen wir diesen Dreck tatsächlich einfach im Gesicht tragen? Sie atmen darüber auch jeden Tag etwa, das ist Polypropylen, etwa in der Größenordnung etwa 2000 Mikroplastikfasern ein, jeden Tag. Ja, damit. Das ist auch nie für so lange Verwendung. Auch die Operationsmasken sind ja nur für kurz dazu und wir tragen die den ganzen Tag. Am nächsten Tag ist sie noch in der Tasche, wir tragen sie wieder. Sie reibt sich nach und nach ab davon. Das ist nie dafür gedacht. Joghurtbecher, Effizienzsteigerung, da sind etwa 600 Chemikalien drin. Allein 50 nur in dem Lack, der das Aluminium trennt davon. Durch Effizienzsteigerung haben wir überall sozusagen das genommen, was eben sozusagen möglichst das Billigste ist. Aber das Gesamtsystem wird natürlich wahnsinnig teuer. Die Logistik wird extrem aufwendig. Das habe ich erst begriffen, als ich ein Stipendium bei Ford hatte, wo wir wissen wollten, warum dauert es doppelt so lange, ein Ford herzustellen als ein Toyota. Ne? Und wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben an jeder Stelle genau ausgerechnet, was ist die passende Schraube. Ne? Genau, sie haben insgesamt bei Ford 516 verschiedene Schrauben verwendet. Ja? Bis heute darf ich nicht genau sagen, wie viel Toyota an Schrauben verwendet, aber deutlich weniger als 20. Die haben gesagt, das ist doch immer dasselbe, ich bohre ein Loch und das fülle ich wieder. Ja? Bei den Plastiksorten ist nicht so. BMW hat 180 verschiedene Plastiksorten drin. Wenn ich den Leuten das Auto nicht verkaufen würde, sondern die Nutzung davon, dann könnte ich den BMW mit 5 Plastiksorten herstellen. Ja? Aber das hat nicht stattgefunden bisher. Das heißt, hier sehen Sie davon, können wir doch eine Sache vielleicht mal machen. Verstehen Sie? Nur eine, ich biete Ihnen das nur an, ich will Sie nur inspirieren dazu. Also ausdrücklich, Mozart hat die Welt inspiriert, Sigmund Freud hat die Welt inspiriert von Falco. Ich meine, Conchita Wurst, die heutige ganze Gender-Diskussion wäre nicht denkbar in Europa ohne Conchita. Ganz klar. Ja. Sie hat gezeigt, hey, es ist normal, so zu sein. Ja. Es ist nicht irgendwas. Die Welt zu inspirieren, Falco. Nehmen Sie auch Red Bull meinetwegen dazu. Ja. Davon, in Österreich ist Aveda als Kosmetikfirma, Kiehl's etc. die Welt inspiriert. Und darum geht es, nicht denen zu sagen, dass heute Vichy-Tag ist oder so etwas. Ja? Ja, das könnte es sein. Wir können diese Umweltdiskussion umsetzen und damit inspirieren. Wie wäre es denn mit einem Skiwachs? In jeder Wasserprobe, die ich in Österreich nehme, dazu ist Skiwachs drin. Überall. Ja? Das ist Teflon-Zeug einfach. So wie bei dem Teppichboden. Die Leute haben nie drüber nachgedacht. Okay, ja, sie fahren Ski und das reibt sich doch ab. Und das müsste sich doch jemand fragen, wo das hingeht. Wenn wir doch über Kunststoffe uns unterhalten, davon. Schauen Sie an, das ist der niedrigste Wert, den ich finde, dazu Road Markings. Können Sie sich vorstellen, dass ein Mikroplastik in der Nordsee 7% Straßenmarkierungen sind? Ja. Ja. Weil sie das abreibt, die Leute tragen es auf und fragen sich nicht, was mit diesem Mist passiert. Wie wäre es denn, wenn wir sagen würden, in Linz haben wir den ersten Fußgängerüberweg, der mit Plastik hergestellt ist, was in die Biosphäre gehen kann. Das würde die Welt inspirieren. Ein einziger Fußgängerweg davon in Linz würde die gesamte Welt ändern, was das angeht. Und Mikroplastik ist wirklich eine echte Bedrohung. Also das ist überhaupt kein Zweifel. Das, was wir in Dirn haben, führen bei einigen Tieren zu Verhaltensänderungen. Ja? Davon. Ich fürchte, dass wir vor allem darüber trauriger werden. Also dass es uns zu Depressionen führen wird, an psychischen Erkrankungen eher. Unsere Gehirnmasse ist eigentlich groß genug, dass sie das verschmerzen könnte, davon, weil wir viele Sikros nicht brauchen. Aber dass sie die Psyche betrifft, davon, das befürchte ich davon. Als wie wäre es denn, wenn wir, wissen Sie, die Autoreifen halten heute doppelt so lange durch Effizienzsteigerung, denkt man, das ist ja toll. Aber ich habe in der Elbe das Wasser mit meinen Studenten untersucht, das kann man ab 7 dazu. 54% des Mikroplastiks in der Elbe ist Reifenabrieb. Ja. Ja, Sie sehen, weltweit führend sind Textilien von Polyester. Dieses Mikroplastik davon. Wie wäre es denn dazu? Wir können zum Beispiel das aus den Autos, aus den Windschutzscheiben können wir
das Plastik rausnehmen dazu, was dort als Trennscheibe dran ist. Das ist Vinylacetat und das ist perfekt biologisch abbaubar. Wir können das mit einem harmlosen Weiß verbinden und hätten Zebrastreifen. Und die können wir ausprobieren. Die können wir auch hier auf dem Campus erstmal ausprobieren. Davon, dann würde man das Mikroplastikproblem verstehen. Dann muss man nicht über meinen Zebrastreifen schleichen, damit ich möglichst wenig Abrieb habe dabei. Die Autoreifen halten doppelt so lange. Die Leute denken, es sei gut für die Umwelt. Aber die 470 Chemikalien, die verwendet werden, um Autoreifen herzustellen, blieben vorher auf der Straße. Jetzt werden sie eingeatmet. Das heißt, ich habe im Prinzip gesehen, nur das Falsche perfekt gemacht. Ja? Anstatt zu fragen, was ist gesunder Abrieb? Aber Sie können was tun natürlich. Wir können hier in der Mensa in Zukunft einfach Austern anbieten. Jede Auster hat mindestens 1500 Plastikteile. Das heißt bis zu 40.000. Wenn wir also genügend Austern essen, dann holen wir das Mikroplastik wieder aus dem Meer zurück. Sie können auch in der Mensa natürlich was anderes machen. Nicht diesen billigen Prosecco immer bei Berufungsverhandlungen dazu, den es da gibt. Nein, Sie können Champagner trinken. Dann können Sie Ihren Carbon Footprint um das Dreifache senken dabei. Weil Champagner hat viel feinere Bläschen, verstehen Sie? Das ist meine Irrigranzen mit der provokativen Ausdrucksweise dazu wahrscheinlich. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Also nee, der hat viel feinere Bläschen. Es gibt als bei Prosecco wird das CO2 noch dazugesetzt. So können Sie die Welt retten, einfach indem Sie Prosecco trinken, Ihren Carbon Footprint um das Dreifache senken und Austern dazu verspeisen. Das ist ein Plastikproblem. Ja. In Deutschland kriegt man eine Lizenz für eine Autobahnraststätte mit der Erlaubnis, mit der zwingenden Pflicht, kostenlos Toiletten zur Verfügung zu stellen. Aber es geht bei uns, dass die Leute einen Bon kriegen dafür für 70 Cent und dann sagen die Leute, das mache ich nicht und dann kacken sie halt einfach nebenher hin. Ja? Auf 3000 Meter bleibt ein Tempotaschentuch 8 Jahre liegen dazu. 8 Jahre. Da denken Leute, oh, diese tollen Edelweiß dazu. Hier bleiben sie immerhin 4 Jahre liegen dazu. Ja? Davon. In Österreich sagt man ja, wenn man wirklich etwas ärgert, sagt man ja, komm, geh scheißen sozusagen. Aber das meine ich damit nicht. Ja? Ausdrücklich, ich meine, die Exkremente sind weg. Ja? Die haben sich abgebaut. Ja? Aber das Tempotaschentuch, die Nassfestigkeitsstabilisatoren, die führen dazu zum Beispiel, dass im Meer eine Schildkröte denkt, die Serviette, die dort schwimmt vom Kreuzfahrtschiff, davon bleibt ein halbes Jahr dort im Wasser. Dann denkt die, das sei eine kleine Qualle und dann stirbt sie jämmerlich an Papier. Ja? Das Papierproblem ist viel größer. Die Leute reden über Plastiksackerl und Papiertüten dazu. Das Papier ist Plastik im Wesentlichen. Die Festigkeitsstabilisatoren, dass das Zeug nicht durchreißt, davon ist ein Plastikstabilisator, der Mikroplastik natürlich verursacht. Bodenerosion, das ist das dringlichste Problem dieses Planeten. Ja, wir haben die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten und die Gesamtfläche der Volksrepublik China als landwirtschaftliche Nutzfläche verloren in den letzten 150 Jahren. Ja, also die Gesamtfläche, verstehen Sie? Das heißt, wir brauchen dringend Boden aufzubauen. Was machen wir? Wir bauen in Österreich, so wie in ganz Europa, Biotreibstoffe an. Dabei 313.000 Quadratkilometer. Können Sie sich vorstellen? Das machen wir und verlieren da bis zu 40 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Da liebe ich den Donald Trump irgendwie, der lügt die Leute ehrlicher an. Ja. Wir reden davon, dass wir etwas täten, aber es stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach gelogen. Ja. 313.000 Quadratkilometer. Wenn Sie in Linz sagen würden, wir wollen keine Importfuttermittel mehr verwenden, dann würden die Bauern endlich faire Preise kriegen dafür. Ja. Nur verstehen Sie, die Leute zu inspirieren. Wir beziehen die Fläche Frankreich, 600.000 Quadratkilometer, an Futtermittel allein aus Lateinamerika. Sie können zweimal Soja anbauen, ja, weil wir in den entwicklungspolitischen Dingen uns ja unterhalten. Zweimal Soja anbauen. Wir sind die, die den Regenwald abholzen. Und dann ist da nur noch eine Erosionslandschaft, die Sie mit ein bisschen Viehzucht nutzen können. Und dann müssen Sie die nächste Fläche abholzen. Weil der Regenwald dort extrem humusarm ist eigentlich davon. Und den zerstören wir damit. Wir müssen Boden wieder aufbauen. Der Kohlenstoff muss zurück. Über die Hälfte des Kohlenstoffs ist im Boden, nicht im Öl. In Glasgow spielte der Boden überhaupt keine Rolle eigentlich davon. Die Leute reden immer, die Emissionen zu begrenzen, anstatt den Boden aufzubauen. Ja. Sie können natürlich was tun. Sie können zum Beispiel Aperol Spritz trinken. Ja. In Aperol Spritz sind 2 Chemikalien drin, wo ich erfolgreich mit vielen Kollegen geschafft habe, sie aus dem Textilbereich rauszukriegen. Ja. Azofarben. Ja. Dann trinken die Leute das einfach, sagen, oh ja, jetzt ist 2G-Regelung, jetzt können wir da sitzen dazu und trinken den Aperol Spritz. Gucken Sie nach, E110, E124 sind in Ländern, selbst wie Island, wo man nie draußen sitzen kann, eigentlich so richtig, ja. Oder in Finnland als krebserzeugend verboten, auch in den USA.
und wir trinken das dazu. Ja? Ist eine tolle. Und dann sagen Leute, oh ja, das ist ja vegan, weil früher hat man dazu Läuse ausgequetscht, um den Rotfarbstoff dazu haben. Jetzt ist das die vegane Formel dazu. Ja? Wir reden von Recycling, ist aber doch gar nicht. Von 41 seltenen Elementen werden gerade 9 maximal zurückgewonnen. Und die wirklich selten sind, werden nicht zurückgewonnen. Also Gold ist eigentlich nicht wirklich selten, ist nur teuer. Ja? Davon, da sagen wir, oh ja, wir sollen Recycling machen dazu. Stimmt doch einfach nicht. Wir haben 46 Stahllegierungen in Mercedes. Und wissen Sie, was wir daraus machen? Primitiven Betonstahl. Ich finde es immer neu lustig, weil so blöd kann man doch eigentlich gar nicht sein. Ja? Davon, wissen Sie, Betonstahl, das hat natürlich Auswirkungen. Das ist, wenn Sie ein Hochland drin haben und daraus Hamburger machen. Ja? Das ist eine völlige Missachtung der Würde, der Materialien auch und natürlich der Menschenrechte. Ich war 1999 für die Bundesregierung in der Türkei gewesen. Da sind 20.000 Leute jämmerlich krepiert bei einem Erdbeben mittlerer Stärke. Wir haben den Betonstahl untersucht, der hatte bis zu 2,2% Kupfer drin. Ja, wenn die Kupferkonzentration über 0,5% ist, dann bricht der Stahl wie ein Osteoporoseknochen. Ja, davon. Die Vereinigten Staaten verbieten die Verwendung von Autostahl als Baustahl. Darum sind damals 7 Millionen Autos in die Türkei gegangen. Die haben 1:1 Baustahl draus gemacht. In den USA ist es illegal wegen der Erdbebengefahr in Kalifornien. Ja, davon. Aber auch nach Mexiko gehen die Autos. Wir in Westeuropa verdünnen dann mit Neustahl, um die Kupfergehalte gering zu halten. Aber alle Buntmetalle sind verloren. Ist ja schön, sich um Energie zu kümmern, aber die Materialzeit ist letztlich viel kritischer für die Menschheit. Weil wir haben nicht die Meteoriteneinschläge. Als ich ein Kind war, hatte ein Kupfererz 35 Kilo Kupfer pro Tonne. Ja, heute sind wir bei 1 bis 2 Kilo pro Tonne. Und wir reden von E-Mobilität. Das ist ja toll, aber das Kupfer ist gar nicht da dafür. Überhaupt nicht. Ja. Wir haben in Hamburg eine Kupferhütte, die macht viel mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Und dann beschäftigen wir Leute mit Wattestäbchen. Ist ja schön, aber da lobe ich mir Donald Trump. Der lügt die Leute ehrlich an. Der weiß ich, garantiert findet nicht statt. Ja. Hier, das ist die Kurve sozusagen. Ich habe extra eine alte dafür genommen, damit Sie wissen, wie lange wir das schon untersuchen davon. Ja. Davon, wie viel Müll pro Tonne Kupfer entsteht davon. Das gilt für die anderen Elemente genauso. Das ist doch gar nicht da. Davon. Und was machen wir? Wir beuten jetzt ein Land wie Chile aus dazu. Ein Drittel der Kupfervorkommen sind dort. Ich würde gerne mit dir, Erik, zusammenarbeiten, die chilenische Regierung dazu zu kriegen, dass sie das Kupfer nicht verkaufen. Weil niemand braucht doch Kupfer. Ich brauche doch nur die Leitfähigkeit des Kupfers. Wenn sie es verkaufen, dazu wird das Land eine riesen Müllkippe sein in weniger als 30 Jahren. Ja. Und das Land ist ausgeblutet und wirklich mit giftigem Sondermüll. Und 5 Familien würden sich bereichert haben dabei. Ja. Wenn aber das Land Chile gar nicht das Kupfer mehr verkauft, sondern nur Kupfernutzung, dann würden sie von der Miete in 500 Jahren noch Geld verdienen damit. Ja. Verstehen Sie? Weil niemand braucht das Kupfer. Ich brauche doch nur die Kupfernutzung. Dafür brauchen wir aber Geschäftsmodelle. Darum bin ich ja hier. Herr Zipse hat angekündigt, der Vorstandsvorsitzende von BMW, in 5 Jahren wird es Cradle-to-Cradle-Autos geben. Dafür brauchen wir Geschäftsmodelle. Ja. Und jetzt rate ich Ihnen, kaufen Sie nur eine Aktie von BMW, denn die hat das den Aktionären erklärt. Ich kann ihn verklagen jetzt, wenn er es nicht macht. Ja? Davon, weil ich habe meine Aktie dafür gekauft, dass er es macht. Wir können es umsetzen, aber so sind wir auf der Welt. Wir machen Effizienzsteigerungen überall. Als ich ein Kind war, hat eine Kuh 5000 Liter Milch gegeben. Heute sind wir in Holland bei 22.000 angekommen. Soll ich aus dem armen Tier nochmal 1000 Liter mehr rausquetschen? Soll ich dem armen Tier nochmal 2 Beine zusätzlich anzüchten? Nein, ich muss doch fragen, was ist gesundes Essen? Und nicht, wie kann ich das Bestehende optimieren? Wenn Sie Rindfleisch verspeisen, nehmen Sie nicht mal 20% des Eiweißes wirklich auf. Wenn Sie Algen verspeisen, nehmen Sie über 80% des Eiweißes auf. Also wie wäre es, wenn wir mit diesen Biotreibstoffen aufhören? Denn Sie können auf einem Hektar Algenanbau so viel anbauen wie auf 80 Hektar Mais. Ja. Das heißt, wir könnten die Menschheit lange ernähren. Wir sind jetzt an der Stelle, dass die Leute sagen, es ist besser, es gibt uns ja gar nicht. Ja, Meghan und Harry erklären, dass sie nur 2 Kinder haben werden davon. Es heißt dann überall, ja, es ist doch besser. Am besten zahlen wir den Leuten $50.000 vom Club of Rome davon, wenn sie keine Kinder haben. Damit sagen sie jedem Menschen, das wäre eigentlich besser, du wärst gar nicht da. Ja? Gut, wenn ein Kind solche Segelohren hat, dann würde ich das auch vielleicht nochmal überlegen. Aber das ist was anderes. Aber in der Logik sozusagen, österreichische Logik, würde ich sagen, lasst uns gemeinsam einen Preis verleihen an Lady Diana, posthum, weil sie hat durch ihr frühzeitiges Ableben die Welt einfach entlastet. Der Carbon Footprint von Lady Diana entsprach etwa 30.000 Menschen aus Nigeria. Davon, also war das doch eine tolle Leistung, oder? Ja.
Das heißt, wir können das doch anders machen. Stattdessen haben wir Friday for Future in Hamburg, die mit Mikroplastikfarbe auf die Straße malen dazu. Ein Ziel, was den Tod des Planeten nur zwei Generationen rausschiebt. Das ist doch absurd. Ja. Da müssen wir hin. Können wir uns nicht verständigen, dass wir klimapositiv sein wollen in Linz dazu, dass wir gut fürs Klima sein wollen? Verstehen Sie? Damit ändern Sie die Welt. Und was mir jetzt hilft, sind Sie. Eine junge Generation von Leuten, für die die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger ist als Geld. Ich brauche jetzt nicht mehr die göttliche Schöpfung und die Moral. Ich brauche einfach nur ein bisschen gesundes Selbstwertgefühl. Das reicht völlig aus. Jemand, der Müll macht, der giftige Kinderspielsachen herstellt, ist einfach nur ein Idiot. Ja? Ich will nicht doof sein. Ich will kein Opfer sein. Ich will kein Loser sein. Ja? Das reicht völlig aus, nicht doof zu sein. Und das ist viel stabiler, denn das vergessen die Leute in der Krise auch nicht, dass sie nicht doof sein wollen. Ja? Davon diese Selfie-Generation, wie ich sie nenne, das bin ich für ein toller Hecht dazu. Ja. Und also gibt es jetzt viele Beispiele. Und da kann man mit anfangen, Googler lasse ich jetzt weg, da gibt es ein Video im Netz darüber, die Welt inspiriert. Das waren die allerersten, mit 100 Beschäftigten haben die riskiert, in Melk, in Oberösterreich dazu, haben sie gesagt, wir möchten Druckerzeugnisse machen, die kompostierbar sind. Ja, ohne Blaupause dazu. Ja, haben mir einfach vertraut und gesagt, wir können das. Ein Druckerzeugnis, was 29 in Österreich gedruckt wird, hat heute noch 50 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung oder Verbrennung im Ofen ausschließen. Ja, vor 30 Jahren waren es 90 giftige Stoffe drin. Aber wo ist der Unterschied, ob ich 90 Mal erschossen werde oder 50 Mal? Das ist das erste Papier, das kompostiert und verbrannt werden kann. Damit ist Papier immer was wert. Österreich ist Weltmeister im Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Wellpappschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Ich will Ihnen das Video wirklich sagen, es zeigt, dass die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung als Kompost in die Biosphäre gehen können. Sonst sind sie Sondermüll, werden in die Kartons gepackt und mit einer Pizza esse ich dann so viel wie eine Kreditkarte an Druckchemikalien mit dabei. Und das nennen wir Recycling. Ja? Und die BASF macht jetzt eine Sperrschicht in die Kartons, damit das nicht mehr direkt reinwandert dazu. Das ist dann Ökoeffizienz. Nein, wir haben Toilettenpapier, designed for your behind and to leave it behind. Normal kontaminieren Sie mit einem ÖBB-Toilettenpapier dazu über 2 Millionen Liter Wasser, über Trinkwassergrenzwert, nur mit 1 Kilo. Wir haben eine Healthy Printing-Initiative, die geht dadurch zurück, dass wir bei Googler gezeigt haben, dass es geht. Ja, davon. Und das ändert jetzt für ganz Europa das Healthy Printing. Da sind jetzt alle dabei. Wir haben essbare Möbelbezugsstoffe entwickelt. Wissen Sie, in der Möbelindustrie sind die Zuschnitte, wenn Sie so einen Sitz machen, so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Kann doch nicht sein. Dann redet der vorne schon lange, ich rutsche den hin und her und sage, Mensch, der hält den Zeitplan nicht ein. Davon, dann essen Sie faktisch den Bezugsstoff mit. Ja. Dann können Sie jetzt mit den unseren Bezugsstoffen, die essbar sind, können Sie die Zuschnitte als Torfersatz in Gärtnereien geben. Dann entsteht Innovation daraus, verstehen Sie? Und dann können die auch in der Schweiz hergestellt werden. Die ÖBB setzt übrigens auch ein. Wir können Textilien machen, die kompostierbar sind. Das sind die ersten Schuhsohlen, die für den Kavalierstadt geeignet sind, mit Adipinsäure. Davon, Adipinat, davon umgesetzt, perfekt biologisch abbaubar. Das sind T-Shirts dazu. Das ist Triumph, das erste tiefe Schwarz für Hautkontakt überhaupt. Ja. Dafür brauche ich aber Geschäftsmodelle. Das ist unsere Maske. Wie gesagt, ein halbes Jahr. Ich habe eine Firma gegründet mit meinen Studenten, die ihre Jobs verloren haben. Die heißt Holy Shit, ja, dazu. Holy Shit, dazu. Und die ist perfekt. Ist wirklich all das, was sie dafür brauchen. Sie hat nur einen einzigen Fehler noch, sie ist zu teuer noch. Ja. Das heißt, diese Maske kostet sie 10 Euro dazu, kann 50 Mal gewaschen werden davon, aber trotzdem ist sie zu teuer für die normale Anwendung. Darum möchte ich die Leute in China inspirieren und zu sagen, Freunde, macht doch bitte, denn ist die Massenproduktion dafür da. Ja. Also all das geht damit. Ja. Wie gesagt, wir haben FFP3-Zulassung dazu, ja, für diese dazu. Das sind 95% sind bei FFP2 davon. Ja. Also es geht. Finden Sie im Internet dazu. Es sind 30.000 von diesen Masken produziert und verkauft worden dazu. Aber es geht mir nicht, jetzt möglichst viele davon herzustellen, sondern zu sagen, Freunde, lasst uns das doch anders machen. Ja? Und Sie anders machen. Das ist Wohlfahrt, mit denen Sie jetzt, die Sie kennen dazu, Cradle to Cradle, wunderbare Kollektion umzubauen. Innovativ, stylisch, hochwertig. So präsentiert sich Wohlfahrt am Weltmarkt. Gibt es als Video, bitte nachzugucken. Ja, es gibt Verpackungen, es gibt hier Steelcase, Giroflex und wir brauchen überall Geschäftsmodelle. Also niemand braucht doch ein Fenster, ich brauche doch nur durchgucken und Wärmedämmung davon.
Ich brauche keinen Bürostuhl, ich brauche nur eine gesunde Sitzversicherung dafür. Wir haben Fußbodenbelege, die eben dann Feinstäube an sich binden können. Wenn Sie diese verlegen, haben Sie in dem Raum praktisch keinen messbaren Feinstaub. Also ich habe selber gestaunt, wie gut das geht, ja, davon. Das heißt, wir können Bodenbelege machen, die Luft reinigen, so wie ein Gebäude die Luft reinigt. Das ist Bauwerkparkett, das ist Airmaster. Wie gesagt, das sind die größten Anwender für Polymere weltweit, davon, die das jetzt umsetzen. Shaw und Tarkett, Cradle to Cradle. Das ist Wienerberger natürlich auch. Und Wienerberger setzt keine giftigen Flugaschen ein, um Baustoffe herzustellen. Man kriegt in Europa Förderung, wenn man giftigste Flugaschen in Baustoffe kippt. Und dann gilt es als Kreislaufwirtschaft, weil auch der Kreislauf geschlossen worden ist dazu. Wir haben eins der schönsten Beispiele überhaupt davon, ist Adler. Wir haben die Firma heißt, Adler hat einen Slogan, in unseren Adern fließt Farbe. Und da war ich 2013 dort. Und habe gesagt, liebe Frau Berghofer, von euren Holzfarben, wenn ich die auf Holz draufstreiche und das Holz, kann ich das nachher verbrennen oder muss das als behandelt eingestuft werden? Sie hatten keine einzige Farbe, obwohl sie 800 Leute nur damit beschäftigen, Holzfarben zu machen. Frau Berghofer hat gesagt, das ist ja verrückt, das kann ja nicht sein. Jetzt haben sie Dutzende von solchen Farben. Das Holz kann nachher in der ganzen Kaskade verwendet werden. Das machen wir in Österreich. Wir beziehen Holz aus der Ukraine, aus Weißrussland, aus wertvollsten Wäldern, aus Rumänien und kriegen dafür steuerliche Förderung und Subventionen, so wie in Deutschland, für Pelletheizungen. Und das gilt als nachwachsend. Ich meine, das ist doch so verlogen wie noch irgendwas. Na gut, wir werden praktisch jeden Tag zum Lügen ja verpflichtet praktisch. Sie und ich. Ja. Wir lügen jeden Tag mehr, mindestens 30 Mal. Einfach, wenn wir auf dem Handy nachgucken und unterschreiben, damit, dass wir die Geschäftsbedingungen gelesen haben. Können wir doch gar nicht, ja. Wir unterschreiben das einfach. Wir werden zum Lügen direkt gezwungen dafür. Und darum ist das so das gesellschaftliche Modell geworden daraus. Also gucken Sie mal, das geht anders. Das ist Innovation. Und ich würde mich freuen, wenn man das wissenschaftlich ein bisschen begleiten könnte, mal zu sagen, wie sieht es aus? Was bringt es? Es gibt Thomaholz, Vollholzgebäude. Es gibt Gebäude, in denen die Luft besser ist als draußen. Hier, der Krankenstand ist im Gebäude von 1200 Beschäftigten, ist signifikant geringer in Venlo. Es gibt The Cradle, es gibt eine Schule in Skidam, das ist ein vermeintliches Problemviertel wie Neukölln. Davon. Der Vandalismus ist weg in dieser Schule. Wenn die Kinder gemocht sind, wenn man nicht sagt, das wäre besser, es gibt dich gar nicht, dann sind Kinder absolut fürsorglich für das, was sie umgibt dabei. Keine beschmierten Toiletten und kaputten Toilettensitze davon, nichts dergleichen. Das war das erste Bionorica-Gebäude in der Oberpfalz dazu, 2002 davon. Es gibt einen Verein, Cradle to Cradle, und ich rate Ihnen, machen Sie da doch mit, weil da können Sie sich qualifizieren. Da sind über 1000 junge Leute inzwischen drin. Machen Sie eine Gruppe, eine Cradle to Cradle-Gruppe an der Uni hier dafür. Dann können Sie sich über die Dinge sehr schneller austauschen, umsetzen. Wir brauchen Materialien-Passports. Wir müssen definieren, was drin ist. Wir müssen festlegen, die Dinge reversibel machen, Geschäftsmodelle entwickeln, Policies daraus machen, Case Studies, über die wir dann auch berichten wissenschaftlich. Na, jetzt komme ich nicht weiter. Ja, also es gibt zum Beispiel hier Cradle to Cradle im Schiffsbau umgesetzt dazu. Maersk Line will implement the most comprehensive Cradle to Cradle passport ever seen for the new giant Triple-E ships. Gut, es gibt auch als Video weiter. Einfach nachzugucken davon. Ich will die Zeit noch für Diskussion haben. Wir brauchen einen Passport. Ausdrücklich, Digitalisierung wird nur mit definierter Nutzungszeit funktionieren, nicht mit Langlebigkeit. Auch wenn die Leute schon Produktlebenszyklusanalysen machen, das ist absurd. Meine Studenten machen Lebenszyklusanalysen von Cola-Dosen. Haben Sie schon mal eine lebende Cola-Dose gesehen? Ist auch eine absolute Respektlosigkeit vor tatsächlichem Leben. Ja? Die lebt auch nicht. Die Waschmaschine lebt auch nicht. Ich brauche definierte Nutzungszeit. Eine Waschmaschine sind maximal 9 Jahre. Solaranlagen müssen Dienstleistungen sein. Wir hätten noch eine europäische Solarindustrie, wenn man andere Geschäftsmodelle dafür entwickelt hätte. Wir haben eine Schüko-Anlage untersucht, die gibt es nicht mehr heute. Schüko, die hat nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades, während die chinesische Anlage in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades eingebüßt hat. Weil die chinesische Anlage aber am Anfang eben 30% günstiger ist, gibt es nur noch die chinesischen Anlagen. Das heißt, wenn wir aber nur die Nutzung verkaufen würden, Strom einfangen, dann wäre die Schüko-Anlage 40% kostengünstiger auf 20 Jahre berechnet. Das heißt, es geht um andere Geschäftsmodelle. Das ist deshalb, weil ich hier bin und weshalb ich natürlich so ein absoluter Fan bin von Erik Hansen, der die Dinge nochmal neu anguckt hier davon. Hier, wir haben 1994 eine Waschmaschine vorgestellt als Dienstleistung dazu. Haben
gesagt, ihr braucht eben keine Waschmaschine, ihr braucht nur die Nutzung der Waschmaschine. Wir haben uns mit der ehemaligen Firma Foron dazu in der DDR, weil die begriffen hat, dass Eigentum nicht unbedingt die Religion ist davon. Jetzt kommt Ursula von der Leyen in jedem Interview davon, wo sie was redet über Green Deal, dazu den Paradigmenwechsel weg vom Kaufen hin zur Dienstleistung. Solange eine Waschmaschine gekauft wird, gibt es Interesse daran, dass sie kaputt geht wieder dazu. Allerdings hat sie nicht verstanden, dass es nicht darum geht, dass die Waschmaschine möglichst lange hält, sondern dass sie definiert Nutzungszeit hält. Ja? Also, denn sonst weiß ich ja nie, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Ja? Also die Waschmaschine, die möglichst lange hält, ist in der digitalen Welt ein Albtraum. Ich brauche definierte Nutzungszeit, wenn ich weiß, wann das Material wieder da ist davon. Ja. Aber es gibt Smart Homes, die das umsetzen, es gibt Häuser, die Algen anbauen. Wie gesagt, davon, das gibt eine völlig neue Entwicklungsperspektive für die Stadt selber. Es gibt Modellgemeinden, das ist meine Lieblingsgemeinde Straubenhardt, davon, ja, in der Nähe von Pforzheim, davon. Ich habe die vorgestellt, wie das aussieht vor 5 Jahren bei der Biennale in Venedig, das gegenübergestellt zu traditioneller Architektur. Gebäude wie Bäume, Gebäude, die Luft reinigen, das Wasser reinigen, die nützlich sind, die Artenvielfalt unterstützen davon. Es geht also darum, einen Fußabdruck zu schaffen, wo ich mich freue, dass die Menschen da sind. Wenn die Menschen gemocht sind, dann sind sie bescheiden und sie sind freigebig. Selbst die Ärmsten der Armen geben immer an andere ab, wenn sie sich sicher fühlen. Wenn wir aber besser sagen, es wäre besser, das gäbe dich gar nicht, dann werden alle Menschen in allen Kulturen raffgierig und feindselig. Sie können gar nicht anders. Das heißt, mit der Umweltdiskussion erreichen wir genau das Gegenteil im Augenblick. Das sagen, es wäre besser, du wärst ja nicht da. Also, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Das ist einer der Vertreter dieser Selfie-Generation. Ja, das ist unser Büro im Hintergrund, Balkon. Und das ist natürlich Patrick Mais, der zeigen wollte, dass er wichtig ist. Verstehen Sie? Ja. Ist doch klasse, oder? Und er ist wirklich klasse. Also Patrick Mais, ohne den wäre ich eigentlich nur die Hälfte wert, sozusagen. Ja? Weil er eben meine Vorträge dann entsprechend vorbereitet. Ja, vielen Dank, Michael Braungart, für den inspirierenden Vortrag. Ich glaube, es gab jetzt genug Stoff für Diskussion oder auch Fragen. Quite understood the whole presentation, man. I was really amazed with all the things you did and you talked about. But there are certain things I want to also bring to the whole conversation. First of all, is the whole greenhouse effect. I have done small research about it, and we do not talk about the meat industry because they are number one of concerns in the world, and a lot of things are coming from the meat consumption. And if what I saw is like the main big meat industries are cutting down the whole Amazon forests. And with this, they're reducing the whole process of generating the oxygen. And because they have a lot of influence in the governments and all these things, no one is actually pointing fingers to them. Second thing is also, there was a Netflix. But first of all, I was talking about meat. I was talking about that we are importing soy because mostly to feed our farm animals. That's the main reason for it. Yeah. Exactly. And the thing is also why I brought that is because you are mainly talking about CO2. Mm-hmm. But these industries are producing also the chemicals which are actually affecting the whole atmospheric the structure even more than CO2. Second thing, as you already told, I think you brought in one slide about the papers and all these things regarding the seas and turtles. And since we all know the planktons are producing 80% of the world's oxygen, I want to say just this nice Netflix series called Seaspiracy, which is actually showing how these big industries are destroying the whole process of generating the oxygen. And third thing, I completely agree with you with the whole sustainability thing and trying to produce and live in this kind of environment and to aim towards this goal. But in the end, the balance is completely shifted again toward these big concerns and companies which are actually avoiding all these things which we are trying to achieve. And by this, I don't think we as a person, so single ones, can really affect the big companies, because in the end, they are the ones giving the money to the governments. In the end, even these regulations will be avoided by these companies. How can we achieve that these big players are actually doing the biggest changes? Thank you. Yeah, so definitely, this would be another 2 hours talk, definitely, to do so. But first of all, I think it's important for all the ones, half of my students in Lüneburg are vegetarian or vegan.
But on the other side, they behave like being ethically better. And this mostly spooks other people just to even have a dialogue. Yeah. So for me, it's not vegetarian. It's a question is what is healthy food? Yeah. What is healthy? But they think they are morally better. And then I tell them Adolf Hitler was a vegetarian as well. So was he a better person per se? No, it doesn't make a better person per se. Just 3 weeks ago, in the night at 3 o'clock, I found out it's not scientifically based right now why Adolf Hitler was a vegetarian. Do you know why? Because there's an Aryan in every vegetarian. Yeah, so, and he wanted to be an Aryan. That's why it, yeah, but it's not scientifically evident. So, but I completely agree with you. I agree with you that definitely. But it's not, it could be meat, could be just one delicacy, a month, whatever. Yeah, if people like steak, there should be an opportunity to eat steak. I don't want to tell people what you should do. In Germany, it's even worse. Yeah, people tell you that you should have fun, that you must have fun. Yeah, no, it's not must. In Cradle to Cradle, there is no should and no must. It's just we want to support people how people want to be. 95% of people want to be good if you give them a chance to be good. But 95% of people misbehave under stress. Yeah. So it's better first to make circumstances which allows them to behave like they want to. Yeah. And that's what I'm talking about. I'm completely with you. But we see now in this big empire, we see a young generation coming up, taking Bettina Wirth, for example. It would be good to make a case study about Wirth. Wirth is a multi-billion company, and she says, why should I take responsibility at Wirth and double the revenue when the planet is collapsing? She's transforming the whole company into Cradle to Cradle. Susanne Klatten, the majority owner of BMW, is the reason behind Cradle to Cradle at BMW. She said, wait a minute, we want to see cars as services. We want to see the Cradle to Cradle. You can see it minute. So it's mostly the next generation of young kids who say, hey, why should we take responsibility in a company? Or why should we even have shares in a company which is killing the planet? Yeah. This is amazing. And these family-owned businesses are the most striking examples how to make changes. And you see them in a lot of these companies now. So it's happening. And I ask you to be at this point a little more patient, because real change needs time. And I didn't expect, if you see the speed of Cradle to Cradle, if it continues like that, it will mean that in year 2050, everything will be Cradle to Cradle. I had to talk with the Chinese environmental minister, vice minister, last week. And he said, Professor Braungart, we will adopt this for the whole country. Yeah. And you can be sure in 10 years, next to each Karl Marx statue, there will be Michael Braungart statue, same size. Yeah. So, I just want to say, be more patient, less desperate, it's more convincing when you see what the potential is instead of arguing against idiots, because there are too many idiots on this planet. Yeah. Dankeschön von meiner Seite für den spannenden Vortrag. Ich habe es ganz toll gefunden. Mir gefällt der Gedanke, dass man sich fragen sollte, was das Richtige ist überhaupt. Jetzt ist es so, der Kollege hat die Frage vorher schon ein bisschen angeschnitten. Ich möchte jetzt trotzdem auch nochmal stellen, das ist mir Anliegen. Es gibt halt einige Menschen, die halt glauben, sie profitieren von dem System, auch wenn es halt vielleicht nur kurzfristig ist. Und denen ist es ein Anliegen, das System so zu erhalten, wie es ist. Also es ist klar, wir brauchen eine Transformation, am besten schon vorgestern. Und bei dem Konzept Cradle to Cradle möchte ich nur kurz fragen, wo kommen so Sachen wie Macht und Herrschaft, Ressourcenknappheit und Verteilungsgerechtigkeit dann mit ein? Dankeschön. Ich glaube, es ist am besten, einfach sich Fallstudien anzugucken. Drum ist das, was hier passiert, mit Erik Hansen und seinem Team so entscheidend. Gucken Sie mal die Firma DBL zum Beispiel an. Wir machen mit denen T-Shirts und Dinge in Bangladesch, wo sich die Firma Lidl selber nicht mehr hintraut, wegen Sicherheitsgründen, aber wir fahren da schon hin. Und gucken Sie DBL mal an. Das ganze Land ist eigentlich ein Riesenmüllplatz geworden. Aber dann gibt es DBL, Sie kommen rein wie bei Harry Potter, und es ist wirklich wahnsinnig schön.
Palmen und sonst was. Die Leute kriegen ein vernünftiges Geld bezahlt. Das Unternehmen kauft die Grundnahrungsmittel ein, sicher zu besten Preisen sozusagen, 319 Produkte. Und es geht anders. Und die Leute brauchen keine Kläranlage, weil das, was wir aussuchen, erlaubt, dass das Wasser direkt zur Bewässerung verwendet werden kann. Das ist eine echte Partnerschaft mit den Leuten. Nicht zu sagen, oh, wir ziehen uns jetzt raus aus Bangladesch, sondern wir arbeiten wirklich zusammen. Und das geht letztlich nur über Case Studies, wo man es zeigt und lernt daraus und es dann umsetzt. Und da sind alle diese Dinge natürlich drin. Und die Ressourcenknappheit bedeutet doch, dass wir natürlich uns überlegen müssen, dass wir die Dinge, die uns knapp sind auf der Welt, zum menschlichen Eigentum der Menschheit erklären und nicht zu Privateigentum. Also ich würde gerne in Freiberg in Sachsen jetzt mal eine Welt-Indium-Tage machen zum Beispiel, weil das wurde dort entdeckt davon. Und das Indium ist ein Schatz, was der Menschheit gehört und nicht Einzelnen. Und darum sage ich auch das Geschäftsmodell eben Lithium. Chile hat einen großen Teil der Welt-Lithium-Vorräte auch. Ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was sagt, diese Dinge gehören dem Land und nicht Einzelnen davon, sind wichtig dabei. Sie sind Erbe der Menschheit gemeinsam, sind bedrohte Metallspezies zum Beispiel dafür, die einfach tatsächlich eingesetzt werden können. Trotzdem, mit Cradle to Cradle können Sie sofort das Beste verwenden, nicht das Billigste. Und dann sind Sie auch daran interessiert, dass es erhält. Ja, eine Firma Puma zahlt dreimal mehr, den Kunden zu behalten, oder Nike oder Adidas, als das Produkt herzustellen. Darum wird es zur Sklavenarbeit in Vietnam hergestellt. Wissen Sie, das ginge anders. Wenn Sie ein Geschäftsmodell ändern, wo Sie nur eine Fußtransportverpackungsversicherung verkaufen, dann müssen Sie nicht den Kunden niederschlagen, ihn wieder zurückholen. Probieren Sie es bei einem Lebensgefährten aus dazu. Ja, schlagen Sie nieder, sagen Sie, Schatz, komm wieder. Verstehen Sie, so beim dritten Mal geht es nimmer. Sowieso. Aber das ist das Geschäftsmodell. Ich sage, tut mir leid, deine Schuhe sind hässlich geworden, aber schau, diese Heilige trägt die auch. Und dann zahlen Sie Bayern München allein 70 Millionen Euro, nur damit die dieses blöde Sportzeug tragen. Das ist ja irrwitzig und das wird dann über Franchising gemacht. Wenn das Geschäftsmodell wäre, dass ich den Leuten nur 3 Jahre Transportverpackungsversicherung verkaufe, dann könnte ich viel bessere Materialien noch verwenden und ich könnte Leuten faire Löhne bezahlen. Ich müsste es nicht für Marketing und Kommunikation ausgeben, sondern für den echten Wert davon. Darum brauche ich ein anderes Geschäftsmodell, also eine Versicherung. Dann kommt der Kunde zurück, nicht wenn er beleidigt worden ist, weil die Schuhe hässlich sind, sondern weil er zurückkommt, weil er sich freut, neue Schuhe haben zu können. Schuhe mit Verfallsdatum, best before 2025 zum Beispiel. Ja, danke für den spannenden Vortrag. Ich habe es sehr cool gefunden, wie gewisse Sachen eben debunked wurden quasi. Und ich finde es traurig, dass es vorher schon wieder über Veganismus gegangen ist, weil im Endeffekt mit dem Thema ist man sowieso überall konfrontiert und das ist eigentlich quasi auch ein bisschen eine Ablenkung von den wirklich relevanten Themen oder von anderen relevanten Themen. Deswegen im Endeffekt, was sind die drängendsten Themen? Weil im Endeffekt Cradle to Cradle, es geht um Ressourcen, die wieder dem Kreislauf zugeführt werden, aber Zeit ist eigentlich unsere momentan drängendste, also geringste Ressource. Wir haben jetzt quasi nur noch eine begrenzte Zeit, beispielsweise beim Klimawandel. Und jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, wo setzt man an? Setzt man bei der Energieerzeugung an oder wo würden Sie... Wir müssen endlich bei einem positiven Ziel ansetzen. Das 1,5-Grad-Ziel bedeutet, dass doch jeder sich irgendwie noch ein bisschen durchpushen will und sagt, oh, wir können das hier und noch dort. Nein, wir können hingehen und sagen, wir holen das zurück. Das ist die Aufgabe. Wenn Sie sehen, davon dieser Stadt, dazu weiß man das ja leidvoll sozusagen, welche Anstrengung möglich war, einen ganzen Kontinent flächendeckend zu zerstören und was eine wirtschaftliche Leistung dahinter steckte, um dies zu erreichen. Und hier ging es doch um einen Krieg gegen die Natur zu beenden. Das müsste doch welchen Einsatz dafür haben davon. Und damals war schließlich doch die Mehrheit eigentlich dagegen gewesen und trotzdem hat man sich doch entschlossen, ganz Europa zu überfallen. Ja, mit welcher Maschinerie, die dafür aufgebaut worden ist, davon, wenn wir nur eine vergleichbare Maschinerie aufbauen würden, dafür, dann würden wir das lange lösen können. Wir müssen es nur wollen und nicht irgendwo von jedem Jahr zum nächsten uns durchpushen, wie Brezhnev so in den letzten Jahren der Sowjetunion sozusagen dabei. Ja, also es ist die Frage des Wollens. Und es ist aber vor allem die Frage dessen dazu, dass Sie nicht begreifen, dass weniger schlecht nicht gut ist. Und das ist die Frage, was eine Universitätsaufgabe ist. Die Universität weiter forscht sozusagen davon und sagt, oh ja, wir müssen auch noch gucken. Ich meine, die schlimmste Geschichte nur ganz kurz war diese Polarstern-Expedition, dass man einen Eisbrecher mit 140 Millionen Euro Forschungsgeld losschickt, damit er sich irgendwo im Polareis festfrieren lässt, um den Drift dann anzugucken davon.
Das ist ein Missbrauch von Wissenschaft, wie man sie übler nicht vorstellen kann. Die gleiche Leistung ließe sich mit Drohnen, mit Sonden so viel schneller und besser machen, dazu, wenn man es wollte. Und es ist absolut unwissenschaftlich, irgendwo sie festfrieren zu lassen und dann mal zu gucken, was daraus passiert. Ja, das verstehen Sie? Und das ist unsere Wissenschaft. Und das ist die Frage, lässt eine Universität solche Wissenschaft weiter zu oder fragt sich, wollen wir in der Wissenschaft wirklich daran arbeiten, das Kohlendioxid zurückzuholen? Es können wir als Lösungsmittel verwenden. Wir können es für unglaublich viele Dinge, Anwendungen einsetzen dazu. Wir müssen es bloß zurückkriegen. Der jetzige Preis für die Rückgewinnung ist gerade mal bei 600 Dollar, also 500 Euro pro Tonne davon. Wenn man einen CO2-Preis von 180 Euro vom österreichischen Bundesamt für adäquat sieht, dann sind wir schon relativ nah mit der jetzigen Technik, wirtschaftlich CO2 zurückzukriegen. Wenn wir das erst optimieren, so wie es uns bei den Solaranlagen sonst was möglich ist, dann ist das das Entscheidende. Mein einziges Problem ist, wenn wir das nicht tun, werden wir für die Reparatur der Zerstörung so viel Geld ausgeben, dass wir gar kein Geld mehr haben für die Innovation. Und wenn Sie mir noch erlauben, aber wir müssten als erstes die Rente abschaffen. Also ganz klar, der Freund hört sich komisch an, auf die sozialen Geschichten bezogen. Wir können uns nicht erlauben, die Leute für mehr als 10 Jahre nichts tun zu bezahlen. Ausgeschlossen. Als man die Rente eingeführt hat, wäre die Lebenserwartung genau halb so hoch. Die Rente war nur der Ausnahmefall. Ja, solange wir gesund sind, sind wir tätig. Und das braucht das Engagement aller dieser Leute. Davon ein Drittel sozial, ein Drittel für Umwelt und ein Drittel für Wirtschaft davon. Wir nutzen sozusagen die nächste Generation aus. Wenn wir den gleichen Prozentsatz in die Rente schicken würden wie damals, wäre unser Renteneintrittsalter bei 88,2 Jahren. Ja. Also das geht so nicht. Wir müssen, bevor die Babyboomer jetzt in Rente gehen, sagen, Schluss jetzt, Schluss mit Rente. Ihr werdet bezahlt, solange ihr tätig seid, gesund seid dafür. Und wenn ihr krank seid dazu, dann tun wir alles dafür, damit ihr die viel bessere Unterstützung kriegt. Jetzt haben wir unsere Menschenrechte doch lange eingebüßt in den Pflegeheimen. Das mit Corona ist doch nur ein Fanal dafür, was da passiert. Wir brauchen die wirklich Kranken, brauchen wirklich viel mehr Unterstützung. Wir haben eine letzte Frage von Axel Dick von der Quality Austria. Sind drei ganz kurze Fragen. Erstens, Sie haben die Religion angesprochen. Ja. Brauchen wir nicht eine neue gesellschafts- oder religionspolitische Diskussion, wie wir uns als Menschen, als Krone oder als Teil der Schöpfung sehen? Brauchen wir nicht am Ende eine andere Diskussion über das Verständnis von Eigentum, weil Eigentum verpflichtet, jeder will sein Eigenheim? Und eine technische Frage, Sie haben Lebenszyklusanalysen angesprochen. Diese eigentlich kritisiert. Daher bin ich etwas jetzt verwundert, dass in der Revision 4.0 die Lebenszyklusanalysen doch ziemlich stark Eingang gefunden haben. Also Punkt 1, die Religion hat leider ihre Chance verpasst, muss man wirklich sagen. Ich habe 3 Tage mit dem Dalai Lama mich unterhalten können. Der hat gesagt, Michael, ganz offen, die Welt wäre glücklicher ohne Religion. Ja. Letztlich gesehen ist das Ergebnis daraus eigentlich das Gegenteil davon, was er hat. Zweitens, was war das zweite? Das Eigentum, weil die Leute brauchen Eigentum, wenn sie Angst haben. Dann müssen sie Dinge an sich raffen. Darum ist das Erste und Wichtigste zu sagen, bitte habt keine Angst, wir sind für euch da, solidarisch als Gesellschaft davon. Nur dann brauchen Leute Eigentum. Sonst, ich weiß doch, dass mein letztes Hemd gar keine Taschen hat. Also was soll ich denn Dinge an mich raffen? Und was jetzt passiert, was wir lernen mit den Superreichen in den USA, die vergreifen das. Die sagen letztlich, ein Larry Page sagt, ich werde alles Geld zurückgeben, was ich verdient habe dazu, bevor ich sterbe. Ich werde es nicht vererben an andere davon. Das gehört der Allgemeinheit, auch Bill Gates etc. gesehen. Die haben das begriffen, dass das nicht richtig ist, das an sich zu raffen davon. Sie sagen, wenn das System so funktioniert, dann muss man es spätestens, bevor man stirbt, rückgängig machen. Und das ist das Dritte? LCA. Ich meine, die Zertifizierung ist unabhängig von mir. Ich muss ja auch unabhängig sein, die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung. Aber ein LCA ist doch wirklich einfach Blödsinn, weil das Zeug doch gar nicht lebt. Und weil es, wie gesagt, falsche Perspektiven mit sich bringt. Ich will lange leben, also soll mein Produkt auch lange leben. Aber ein Produkt lebt doch gar nicht. Ja? Und darum, wenn wir die Produkte sozusagen mit Leben versehen, dann respektieren wir nicht tatsächliches Leben. Das ist wirklich wichtig zu begreifen. Es geht um Nutzungszeit. Ja, aber wir haben halt mit Leuten zu tun, die mit LCA groß geworden sind sozusagen. Aber ich kann das nur im Rahmen dessen beeinflussen, wie ich einfach nur eine Stimme von 7 Milliarden Leuten davon. Ja. Es steht mir nicht zu. Es werden auch viele unsinnige Dinge zertifiziert. Und auch die Zertifizierung mit Silber, Gold und Platin ist doch eine absurde Absurdität. Ich meine, Platin-Verbindungen sind mit das Giftigste, was die Menschheit kennt.
Wenn eine Gesellschaft Platin als höchsten Wert einsieht, dann hat sie nichts begriffen. Wenn ja, ich würde mit Ameise, mit Meerschweinchen und mit Gorilla zertifizieren vielleicht dazu, aber doch nicht mit giftigen Schwermetallen. Ich meine, das ist doch, auch Goldverbindungen sind extrem giftig. Das ist nur nicht giftig, weil es sich nicht auflöst sozusagen. Ja. Das heißt, aber in Angstgesellschaften braucht man Zertifizierung. Die Zertifizierung ist ja auch eine Bankrotterklärung, die sagt, ich bin gut und du bist böse und ich muss dich alle 2 Jahre kontrollieren. Aber wer kontrolliert mich, bitteschön? Und wer kontrolliert mich, der mich dann kontrolliert? Am Schluss wird eine ganze Stasi-Kontrollsysteme aufzubauen. Nein, ich mache die Dinge transparent. Ich weiß, was es ist, das kann jeder gucken. Und ich kann sagen, entweder kann ich es kompostieren oder in meinen Ofen schmeißen und verbrennen, oder du nimmst das zurück. Warum soll ich dafür zuständig sein? Warum soll ich mir das in den Hals holen, wenn ich gar nicht weiß, was es ist? Ja. Vielen Dank, Michael Braungart und liebes Publikum, für die anregende Diskussion. Von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank, Professor Michael Braungart, dass Sie hier waren. Ich will Sie ausdrücklich ermutigen, machen Sie in diesem Verein mit dabei. Da kann man solche Diskussionen dann auch führen, auch gerade die davon und sagen, hey, LCA, warum denn eigentlich davon? Wir brauchen ihre digitalen Welt definierte Nutzung davon. Ja. Also das rate ich Ihnen einfach, weil es braucht mehr Dialog dazu. Ich fasse Ihnen praktisch halt 40 Jahre Arbeit zusammen von etwa 300 Kollegen jeweils dabei. Und das ist immer verkürzt und immer sozusagen nicht vollständig dabei. Es tut mir leid, ich versuche das dann auszugleichen, indem ich ein bisschen länger rede davon. Aber das geht natürlich nicht. Das braucht den Dialogprozess davon. Und es braucht natürlich Leute wie Erik Hansen, die sagen, wir entwickeln Geschäftsmodelle. Ich möchte Geschäftsmodelle für Fenster sehen zum Beispiel. Es ist noch kein einziges Fenster jemals zum Fenster wieder recycelt worden. Aber ich brauche doch gar kein Fenster. Ich brauche doch nur Durchgucken und Wärmedämmung. 30 Jahre Durchgucken und Wärmedämmung, Versicherung. Alle diese Dinge brauchen Geschäftsmodelle und brauchen alle betriebswirtschaftliche Berechnungen dazu. Darum bin ich so gerne hierher gekommen, weil ich eben wirklich bewundere, was ihr hier macht. Vielen Dank. Ja, danke auch nochmal an Sie, interessiertes Publikum, auch für Ihre Ausdauer heute. Wenn Sie jetzt daran interessiert sind, so eine Cradle-to-Cradle-Regionalgruppe zu gründen, können Sie gerne bei uns ans Institut kommen. Wir unterstützen Sie sehr gerne dabei. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite an dich, Michael, dass du die Zeit genommen hast. Genau, in Wien gibt es schon so ein Chapter für Cradle to Cradle, aber Wien ist weit weg und Oberösterreich muss es sowieso immer besser machen als Wien. Also von daher unterstütze ich diese Einladung auch nochmal. In Linz beginnt es, genau, richtig. Und ja, vielen Dank. Wir nehmen auch den Hinweis und die Motivation und den Challenge auf, weiterhin an dem Thema Geschäftsmodelle für die Circular Economy und für Cradle to Cradle zu arbeiten. Ich glaube, wir haben noch viel vor uns. Vielleicht wird der eine oder andere von Ihnen auch im Publikum, auch von unseren Studierenden selber Teil dieser Agenda, nicht nur als Chapter, sondern auch, wir danken ja nochmal allen Beteiligten des Cleantech-Clusters, zum Beispiel Aschna Mudafa, die heute da ist. Wo ist sie denn eigentlich? Da, genau. Hier vorne ist auch ehemalige Studentin von uns und treibt jetzt die Agenda Circular Economy in Oberösterreich und darüber hinaus. Also wir können uns in verschiedenen Bereichen wiedersehen, gemeinsam arbeiten, das in die Wirklichkeit umzusetzen. Und damit möchte ich gerne die Veranstaltung schließen und Michael Braungart zur Logistik zu begleiten, wieder zurück nach Deutschland. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Dankeschön. Applaus